Wir würden, darf das. Wenn Herr Söder, wenn Herr Söder Bundeskanzlerkandidat gewesen wäre, würden wir hier jetzt genauso sitzen und es würden die gleichen Gestalten hier genauso über ihn herziehen wie über den Laschet. Jetzt bin ich eine Gestalt plötzlich hier. Wobei man muss natürlich auch immer sagen, also da sind... Geschaltet habe. Nein, das letzte war, aber ich liebe Meerschweinchen. Naja, stimmt, richtig, genau. Und du, ja. Du spendest für Meerschweinchen. Ich spende für die Meerschweinchen-Nothilfe, was ich nur jedem empfehlen kann. Ja. Und, Meerschweinchen sind super. Ja, ja, nein, na klar. Und spendest du sonst noch irgendwas? Jedenfalls nicht für die Hamster-Nothilfe. Hamster haben auch das Problem nicht, die können alleine leben. Eben, ja. Ah, ich verstehe. Einen wunderschönen guten Abend, Lords and Ladies. Ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen, warum es sinnvoll ist, zu wählen. Ihr merkt vielleicht an der Fragestellung schon, dass die Idee, ist es überhaupt sinnvoll, sich nicht so richtig stellt, finde ich. Man könnte es mal ansprechen, vielleicht, weil es ja Leute gibt, die sagen, ist das denn sinnvoll? Und die Frage sollten wir vielleicht beantworten, denke ich mal. Aber im Großen und Ganzen geht es mir schon darum, dass wir es vielleicht schaffen, dass am Ende dieser Sendung mehr Leute wählen als vorher. Das fände ich toll. Das heißt also, die Sendung hat eine Agenda. Wir verstecken die natürlich, weil wir möchten, jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber möchte natürlich, dass das nicht so rüberkommt, als würden wir euch überzeugen wollen, wählen zu gehen. Aber geht bitte wählen. Wer beginnt denn jetzt in Gottes Namen? Die Alexa ist unpässlich, Covid-los unpässlich und kann jetzt nichts definieren und kann auch nicht über die Weimarer Republik und den Hitler sprechen, was sie wirklich gerne gemacht hätte. Kann das denn jemand anders übernehmen? Oder bei den Griechen anfangen oder irgendwie sowas? Wollen wir das überhaupt machen? Nee, oder? Ja, wenn du bei den Griechen anfängst, lieber Tommy, dann geht es in erster Linie um nackte Tommy, Männer und die Frauen wir, davon okay. nicht. Ne? Also, Tommy, vielleicht stellen wir doch noch mal vor, wer heute mit dabei ist. Darum bin ich gebeten worden, dass man gar nicht mehr so weiß, wer in diesen Sendungen da dabei ist. Das können wir natürlich total gerne machen. Fangen wir doch damit mal an. Absolut. Du hast total recht. Natürlich, Alexander, hast du total recht. Wobei auch du es ja nur zugespielt bekamst. Das muss man an der Stelle die schon mal sagen. Die Zuhörenden haben vollkommen recht, immer. Hier, meistens. Auf dieser Seite sitzt der große Tentakelkaiser Dirk van den Boom. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Dann sitzt hier Bernd Harder. Hallo. Der umtriebigste Autor des Planeten. Direkt über ihm sitzt Holm Gero Hümmler in seinem kleinen Trainingskämmerchen. Ja, der 25 Jahre lang Mitglied einer Partei war und seit 5 Jahren das nicht mehr ist, ja. Und trotzdem zur Wahl geht. Brav. Und direkt darüber, hinter ihrem Laptop und vor 1800 Büchern, in einem kleinen Schränkchen, von denen Bernd Harder 20.000 geschrieben hat, sitzt Lydia Wenicke. Guten Abend. Hallo. Und dann haben wir noch, das darf man natürlich bei all dem nicht vergessen, um Gottes Willen, den besten Podcaster der Welt, Alexander Waschgau. Einen der zwei besten Podcaster der Welt. Ja, richtig, genau. Ja, aber die andere ist ja nicht da. Ich schneide jetzt die Alexa weg, übrigens, hier in dieser Einblendung. Das macht Sinn. Und derzeit kann ich noch vorstellen, den besten Hörbuchautoren der Welt, vormals bester Comedian der Welt und weltbester Bernd das Brot-Miterfinder, Tommy Krapfeis. Du hast das Aussehen vergessen, aber ich habe es bei dir ja auch nicht erwähnt. Aber das ist so, ja selbstverständlich. Deswegen, das ist ja gegeben. Genau, sehr gut. Hier wird das Bestaussehen bei allen so inkludiert ist. Ich höre gerade, die Gesamtlautstärke sei zu leise und ich sei am leisesten. Das macht Sinn. Kann doch gar nicht sein. Dann schreibt Zappe Duster, ohne Alexa mache ich hier gar nichts mehr. Okay, das ist natürlich gut. Hart. Ich werde mich... Die relative Lautstärke ist suboptimal. Okay, kein Problem, das kann man lösen. Wir können aber trotzdem schon mal irgendwas beginnen, finde ich, während ich jetzt hier ein bisschen rumschraube. Das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht möchte denn irgendjemand einleitende Worte zum Thema Wahlen sprechen, die ich nicht sprechen kann, weil ich keine Ahnung habe?
Ich kann eine lustige Anekdote, wie es zu unserer diesjährigen Bundestagswahl gekommen ist, erzählen. Weil wir in Hamburg das Glück hatten, ja, pass auf, wir hatten in Hamburg das Glück im Moment, wir können ohne Wahlbenachrichtigung bereits Briefwahlunterlagen anfordern. Das finde ich sehr fortschrittlich, dass das geht. Haben das auch getan und die kamen auch tatsächlich, bevor wir in Urlaub gefahren sind. Dann haben wir die auch artig ausgefüllt, weil wir natürlich wählen wollen. Ich werde euch nicht sagen, wen ich gewählt habe. Das muss ich auch nicht. Ich kann aber sagen, dass ich nicht die Partei von Herrn Laschet gewählt habe. Da können wir uns übrigens unterhalten, warum ich getwittert habe. Ich habe nicht Armin Laschets CDU gewählt. Da haben Leute gesagt, welche CDU denn sonst? Ja, ich wollte damit nur deutlich machen, wir wählen ja gar nicht den Bundeskanzler. Das kannst du vielleicht Dirk auch nochmal erklären. Es wird jemand, ob wir jetzt einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin wählen. Tun wir ja gar nicht. Also wir haben das ausgefüllt. Und wollten dann tatsächlich auf dem Weg zum Bahnhof, zu unserem Urlaubsort, einwerfen, weil ich wusste, da ist ein Postkasten. Jetzt wurde an diesem Bahnhof in Hamburg, oder wird seit geraumer Zeit gehandwerkt, um nicht zu sagen, größere Baumaßnahmen findet dort statt. Da kann der ein oder andere raten, von welchem Bahnhof in Hamburg wir losgefahren sind. Und tatsächlich war der Postkasten gesperrt. Das heißt, jetzt hatten wir diesen Briefwahlkram dabei, dann habe ich die meisten... Da gibt es auch mal so lustige Postkästen auf der Fähre. Jetzt sind wir aber mit einer lustigen Fähre gefahren, die keinen Postkasten hatte. Also kamen wir und hatten immer noch diese Briefwahlunterlagen bei uns und haben sie dann hier am Örtchen eingeschmissen und haben jetzt die große Hoffnung, dass sie dann wieder mit dem Mötchen zurückgeschickt werden und dann unsere Briefwahlunterlagen auch zugeführt wird. Aber manchmal ist das gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja, also Briefwahlunterlagen kannst du aber überall im Bereich der Deutschen Post einwerfen und dann sind sie überall gebührenfrei und nur aus dem Ausland muss man sie frankieren. Apropos Ausland, daher kommen die gelegentlichen kleinen Audioaussetzer von Alexander Waschkau. Der hat nämlich in diesem Hotel, in dem er sich befindet, 5 Gänge weiter erst den Router. Und wenn er sich da näher hinbewegen würde, dann würde er wie Weiland Wiegald Boning bei sich zu Hause irgendwo auf dem Boden vor einer fremden Tür liegen. Und das ist problematisch. Auf dem Hotelflur wahrscheinlich. Ja, auf dem Hotelflur. Elegant, und deswegen akzeptieren wir das. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es ja. Ich hoffe, dass das jetzt lauter ist. Es beschwert sich nun niemand. Das ist doch eigentlich ganz gut. Okay. Jetzt vielen Dank für diese anekdotische Einführung, Alexander Waschkau. Aber so richtig, muss ich sagen, hat mir das jetzt noch nicht weitergeholfen als Einführung zum Thema Wahlen. Ach so. Ich wollte nur die Zeit überbrücken. Bis mir was Besseres einfällt, oder was? Ich hoffe ja die ganze Zeit, dass der Dirk van den Boom dann irgendwann sagt, ach, dann erbarme ich mich halt, aber der macht's einfach nicht. Ja, das Problem ist, ich reagiere viel besser auf Fragen, als dass ich was Allgemeines sage. Ich denke, wenn wir uns die zentrale Frage vorlegen, die ja überhaupt dazu geführt wird, hat, dass wir hier sitzen, dann würde ich eines nicht tun wollen. Und das ist dieses allgemeine Gedöns von, ja, wir müssen das demokratische System stärken, unsere Pflicht als Bürgerinnen und Bürger erfüllen und so weiter und so fort. Mal ganz ehrlich, die wenigsten von uns, die zur Wahl gehen, gehen dahin mit einem riesen Kopf voller Selbstreflexion, indem wir uns Gedanken darüber machen, welche systemische und grundsätzliche Unterstützung wir für unsere parlamentarische Demokratie durch unseren Wahlakt manifestieren. Ja, also, das werden die, also Tommy, natürlich machst das. Kann ja, das zwar Alexander macht es auch, weil er Psychologe ist und er kann sowieso nichts anderes tun, als von morgens bis abends über sich selber nachdenken. Ja, also, das ist so. Das konnte ich schon vor dem Studium, aber mach mal weiter. Ja. Und komm Bernd, du mir nach Hause, Dirk, echt. Und Bernd muss erstmal schauen, ob da eine Verschwörung hintersteckt. Alles richtig, nur der Punkt ist, die meisten von uns tun das nicht. Unsere Gründe, zur Wahl zu gehen, sind oft viel profaner. Die einen tun es aus Gewohnheit, weil hat man ja schon immer so gemacht, vor allem die Älteren unter uns, also ich. Und die anderen sagen sich, gut, ich wähle entweder für etwas oder eine Idee, etwas Bestimmtes, was ich unbedingt politisch durchsetzen möchte, oder, und das ist für mich genauso valide, ich bin gegen etwas und möchte etwas verhindern. Das ist beides vollkommen in Ordnung. Und ich denke mal, dass wir bei den allermeisten Leuten, und das ist immer ein Problem mit diesen Wahlaufrufen, ja, auch den von Parteien, aber auch von manchen Leuten meiner Profession oder anderen gutmeinenden Menschen, wenn die dauernd diese Metaebene davor hervorheben, ja, ihr müsst als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger eurer Verantwortung gerecht werden, ja, dann haben die schon so eine Toga an und stehen auf so einem Podest und fangen an, eine Rede zu halten und hinten, da kommen dann Leute mit Fackeln und Heugabeln, ja. Also, das muss ich sagen, das finde ich immer relativ anstrengend, sondern ich finde es viel besser, wenn man tatsächlich auch Leute motivieren möchte, auch gerade die sagen, es ist ja sowieso nichts und ich will nicht, alle doof.
Nicht nur Laschet doof, Baerbock doof, Scholz doof, alle doof. Ja? Gerade bei denen noch einmal vielleicht das ein bisschen zu runterzuziehen auf eine pragmatische und praktische Ebene. Denn 99% von uns wählen auf der Ebene und nicht mit diesem überreflektierten Überbau, der ja nicht falsch ist, der nicht falsch ist, aber um den sich die allerwenigsten ernsthaft kümmern. Das ist eine, ich hatte mit vielem gerechnet, aber wirklich, wirklich nicht damit. Denn das ist das Unpolitikprofessoralste, was du jemals gesagt hast. Was ich irgendwie ganz cool finde auch, aber ja, also ich nicht, dass ich vorher ein Konzept gehabt hätte, aber hätte ich eins gehabt, wäre ich jetzt raus. Gut, super, hervorragend. Das ist aber schön, können wir, zum Glück haben wir ja keins. Nein. Okay, dann kein Überbau, keine Pflicht, kein was auch immer, sondern wir bleiben aber pragmatisch. Pflicht ist ja schon mal ein gutes Stichwort. Haben wir ja nicht. Es gibt ja Länder, in denen gibt es eine Wahlpflicht. Belgien haben zum Beispiel, ja. Belgien, aha, genau. Okay. Das haben wir nicht. Also du kannst ja auch einfach gar nichts tun. Du kannst sagen, ist mir sowieso alles egal. Genau, du brauchst eine intrinsische Motivation. Und das ist ja der Punkt, um den es hier geht. Und ich meiner Ansicht nach, es ist bei den wenigsten Menschen die intrinsische Motivation dadurch geweckt, dass man sie an ihrem staatsbürgerlichen Bewusstsein rüttelt. Ja, das mag ja vorhanden sein, aber das alleine zu benutzen, so mit dem Zeigefinger und jetzt bitte alle Wahlen, ja, ja, das geht an den meisten, also an mir geht es auch vorbei. Wenn so einer mit mir käme, würde ich sagen, jetzt erst recht nicht, du Quatschkopf. Nee, ich muss für mich schon was bei rausspringen. So, und wenn ich sage, also Herr Waschkau sagt, nee, den Laschet will ich nicht, der ist doof. Wunderbare Motivation, da hat er was anderes gewählt. Es kann sein, dass die Partei, die er gewählt hat, auch nicht so hundertprozentig dem entspricht, was er gerne hätte. Das heißt, wir denken jetzt erstmalig über ein Konzept nach, das vielen von uns durchaus nahe kommt, nämlich dann wähle ich das kleinere Übel. So, und das wird dann manchmal so ein bisschen als despektierlich verhandelt. Aber wir dürfen nicht vergessen, in einer parlamentarischen Demokratie, die auf Repräsentation ausgerichtet ist wie die unsere, wählen wir immer das kleinste Übel. Außer jemand ist wirklich hundertprozentig überzeugter Parteiideologe von irgendetwas. Ja, aber das sind die allerwenigsten von uns. Das sind selbst die Parteimitglieder. Da kommen wir vielleicht ein bisschen zu der Frage, was für eine CDU gibt es denn sonst noch, ja, die Alexander aufgeworfen hat. Selbst überzeugte Parteimitglieder, und ich bin immer noch Mitglied einer Partei, im Gegensatz zu Herrn Dr. Hümmler, aber auch immer mit großen Schmerzen. Und diese Schmerzen, die empfinden fast alle Parteimitglieder, die sich einigermaßen aktiv mit ihrer jeweiligen Partei auseinandersetzen, völlig unabhängig davon, um welche Partei es sich handelt. Und ich denke mal, es sind diese Art von Schmerzen, die man in so einem demokratischen Prozess auch als Wählerin und Wähler aushalten muss. Ja, wobei ich natürlich... Herr Hümmler, bitte. Gerne. Wobei ich Pflicht hin, Pflicht her... doch es wichtig finde zu betonen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man wählen darf und dass man die Gelegenheit hat, seinen politischen Prozess überhaupt mitzugestalten und dass das nicht überall so ist. Und wenn wir die letzten zwei Wochen die Geschehnisse in Afghanistan mitverfolgen, dann muss man doch sagen, bin ich sehr froh, dass wir die Gelegenheit haben, hier zu wählen und dass wir da auch Leute an die Regierung befördern können, die wenigstens noch das kleinere Übel sind. Also das, ja, also für mich ist es nicht selbstverständlich und ich bin auch so ein bisschen damit aufgewachsen, dass es nicht selbstverständlich ist und ja, es tut mir immer so ein bisschen weh, wenn man irgendwie sagt, naja, das ist eigentlich alles, ja. Ich kann das Entschuldige, Alexander, bitte. Und vielleicht sogar, Holm, im Gegensatz zu einem anderen deutschen Staat, den es mal gab, da konnte man ja auch wählen gehen, aber die Wahl, die wir hier machen, hat ja auch ein Änderungspotenzial. Ich weiß auch gar nicht mehr, ich meine, da musste man sogar wählen gehen. Ich meine, ja. Die hatten, also... Ja, aber das war doch eine Farce, oder? Natürlich war das eine Farce. Aber genau, es wurde die Bestätigung zur bestehenden Struktur. Ich bin da mittlerweile total vorsichtig, wenn der Dirk dabei ist, weil das oft so ist. Ich weiß nicht, euch geht es wahrscheinlich nicht so, weil ihr immer alles wisst und ich euch dafür hasse. Aber beim Dirk ist es oft so, dass ich dann irgendwas sage, wo ich denke, das ist so Common Sense. Und dann sagt er, Tommy, nee, nein. Bis jetzt noch nicht. Also, und lacht dann auch immer so leicht überheblich, zu Recht, wie ich finde, zu Recht. Und wäscht mir den Kopf. Und darum bin ich mittlerweile bei all diesen Dingen sehr, sehr vorsichtig geworden, was für mich sehr ungewöhnlich ist und was ich auch nicht beibehalten möchte, ehrlich gesagt. Aber bei der Deutschen Demokratischen Republik habe ich jetzt keinen Unsinn erzählt. Die waren nämlich eigentlich gar nicht demokratisch. Das freut mich wirklich sehr. Moment. Ah, zack.
Jetzt müssen wir uns aber überlegen, Alexander, von welcher Definition von Demokratie du ausgehst. Denn die Deutsche Demokratische Republik war nach eigener Definition, was denn Demokratie ist, nämlich ein Staat, der durch die Einheit der Arbeiterklasse und durch die direkte Repräsentation der revolutionären Partei, die an der Spitze steht, durchaus demokratisch, nur in einem anderen Verständnis als wir in einer parlamentarischen Demokratie, die auf Wettbewerb ausgerichtet ist. Das heißt, ein überzeugter DDR-Ideologe hätte dir jetzt, ich bin keiner, aber der hätte dir auf jeden Fall jetzt wunderbar widersprochen und in sich schlüssig argumentiert, dass die DDR sehr wohl demokratisch gewesen ist, und zwar richtig demokratisch. Sonst hätten sie sich auch nicht so genannt, ja. Genau, so tut es ja Nordkorea auch bis heute. Die definieren sich das ja auch schön. Ja, solange der geliebte Führer regiert, ist auch Demokratie, ne? So. Ist das jetzt ein zu gewagter Übergang zur PiS-Partei? Was meinst du, Lydia? Nun, ich bin ja dafür bekannt, dass ich gerne mich dazu äußere, warum ich es wichtig finde, sich irgendwie mit Politik auseinanderzusetzen. Und das hat mir ja schon den ein oder anderen Shitstorm eingebracht, was hier ein Running Gag ist bei politischen Themen auf jeden Fall. Ist einer meiner Gründe dafür, dass ich ja nun mal aus Polen stamme und erstens mit meiner Familie 87 mit 4,5 nach Deutschland kam, in einer Zeit, als Polen auch durchaus Schwierigkeiten hatte. Und inzwischen hat sich leider die Lage auf eine ganz andere Art negativ entwickelt, würde ich mal sagen. Und ich schaue immer nach Polen im Vergleich und denke mir, ich möchte mich dafür engagieren, dass wir nicht in Verhältnissen münden, wie sie dort sind, wobei das wahrscheinlich gar nicht geht. Da frage ich den Politexperten in der Runde, weil natürlich die historische Entwicklung auch gar nicht so vergleichbar ist. Aber wenn eine sehr rechte Partei sehr viel Macht bekommt, dann sieht man, was dort eben so abgeht, bezogen auf Minderheiten, auf sexuelle Minderheiten und auf Wissenschaftsfeindlichkeit. Und es ist teilweise wie eine schlechte Satire, was dort passiert. Und das schon seit längerer Zeit. Und das motiviert mich immer zu sagen, ich möchte nicht, dass Deutschland irgendwann in die Nähe solcher Zustände gerät, und deswegen versuche ich immer mal wieder auch in diese Richtung mich zu positionieren. Ja. Ganz richtig, und es zeigt uns, denke ich, eindeutig, dass das Thema, über das wir reden, eigentlich verkürzt ist. Denn wählen gehen und der Wahlakt als solcher ist nicht ausreichend. Es ist notwendig, aber nicht ausreichend, um ein demokratisches System zu fördern, am Leben zu erhalten und stabil zu halten. Denn mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass in den vergangenen Wahlen in Polen, den nationalen Wahlen, umfassender Wahlbetrug stattgefunden hätte, dass man da irgendwelche Wahlzettel irgendwo reingestopft hätte oder sonst irgendetwas. Ich habe bisher den Eindruck gewonnen, dass der Wahlprozess als solcher eigentlich bürokratisch absolut einwandfrei abgelaufen ist, sondern die Parteien, die Leute gewählt haben, sind dann eben möglicherweise eher despektierlicher Natur, und dadurch, dass sie an der Macht sind, wird dann dadurch das System gefährdet. Das heißt, das Wählen, der Wahlakt als solcher, die Existenz der freien Wahl ist nicht ausreichend, um ein demokratisches System zu erhalten. Es bedarf einer gewissen politischen Kultur, und es bedarf, jetzt komme ich wieder zum Pragmatismus zurück, etwa einer Motivation für Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu sagen, gut, ich finde die zwar alle doof, aber ich wähle eben dann das kleinste Übel oder eine Partei, die mir nicht so weh tut, weil ich andere Dinge eben erst recht nicht möchte. Das heißt, es muss so eine Güterabwägung, so eine Priorisierung in den Köpfen stattfinden. Und die Problematik, die wir halt in Deutschland haben, ist, dass in den letzten Jahren wir immer wieder Wahlen hatten, in denen der Anteil der Nichtwählerinnen und Nichtwähler stark angestiegen ist, dass Leute sich von diesem Prozess entfernt haben, dem Rücken auch dauerhaft diesen Prozess gezeigt haben. Und das ist, denke ich mal, die tatsächlich inhärente Gefahr. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es einer Partei wie beispielsweise der AfD vor allem gelang, aus dem Lager der Nichtwählerinnen und Nichtwähler ein erhebliches Potenzial zu schöpfen. Aber ist es nicht so, Dirk, dass wir ein bisschen verlernt haben in einer Demokratie, so wie wir sie jetzt, sagen wir mal, für Deutschland definieren, an der Wahlurne das bekommen, was wir wollen, sondern dass Demokratie ein grundsätzlicher Kompromissprozess immer ist und dass wir das bekommen, idealerweise, sage ich mal, so wäre ja die Vorstellung, was den allermeisten am allerwenigsten wehtut. Aber irgendwie tut es dann allen doch wiederum weh, weil man muss ja alle in einer Demokratie bedienen. Und die Populisten haben für mich, und das hast du ja gerade schon gesagt, nicht mehr, sie aktivieren die Menschen, indem sie ihnen Unsinn auf der einen Seite versprechen, ganz andere Ziele verfolgen und damit wieder Menschen an die Wahlurne bekommen, die nicht akzeptieren wollen, dass sie Kompromisse eingehen müssen. Und ich habe manchmal die Beobachtung in den letzten Jahren gehabt, dass
Menschen immer egoistischer werden und auch so einen Kompromiss gar nicht mehr aushalten können. Oder auch, wenn ich so diese Diskussion jetzt mitbekomme über weniger Autofahren, weniger Inlandszüge, was auch immer. Es gibt immer den einen, der sagt, ich wohne so beschissen auf dem Land, ich kann gar nicht auf dem Auto verzichten, dann komme ich nicht mehr zum Arzt. Alles geschenkt. Aber was ist mit den ganzen Leuten, die innerhalb von Hamburgs 20 Meter mit dem SUV fahren? Das ist eine andere Situation. Und da geht es dann ja genau wieder um den Konsens für eine gesamte Gesellschaft. Ist das nur meine Beobachtung oder siehst du das als Politologe auch so, dass du sagst, ja, irgendwie haben wir das verlernt mit dem Kompromiss? Also ich hatte mal das Vergnügen, bei einer Schulklasse eingeladen zu sein, um über Wahlen zu reden. Und tatsächlich war es so im Politikunterricht. Und tatsächlich war es so, dass ich dann recht erstaunt war, als ich dann von den Schülerinnen und Schülern einer Oberstufenklasse hörte, dass sie ja nichts durchsetzen können. Und dass das, was sie wählen, ja nachher keine Rolle spielt, weil das ja nachher nicht dabei rauskommt. Das heißt, es wird so eine in den Köpfen der Leute eine unmittelbare, kausale Verbindung hergestellt zwischen dem Wahlakt und den eigenen politischen Ansichten. Als ob durch den Wahlakt dann mit telepathischen Kräften, das ist dann wieder was für Herrn Haarder, ja, mit telepathischen Kräften sozusagen aus den Köpfen der Wählerinnen und Wähler die Essenz herausgesogen wird, ja, und dann sitzt im Parlament irgendeiner, der setzt sich so eine metallene Haube auf und zieht sich diese ganzen Sachen rein und entscheidet dann dementsprechend. Und so funktioniert es ja nicht. Das sind ja, wir haben das ein unabhängiges Mandat erst einmal. Alle Abgeordneten sind nur ihrem Gewissen verpflichtet und ein bisschen dem Fraktionszwang, aber eigentlich nur ihrem Gewissen. Und sie repräsentieren nur generelle Tendenzen und Strömungen, aber keinesfalls jetzt in jedem alle exakten Forderungen, die wir so haben. Wir sind es aber gewünscht. Wir sind unmittelbare Belohnung gewöhnt, mehr und mehr. In allem, übrigens auch bei solchen wunderbaren Aktionen wie hier auf Twitch, ja. Das heißt, wir schalten etwas ein und wir werden sofort mit allem belohnt. So innerhalb von 2 Stunden sind wir glücklich. So funktioniert der politische Prozess nicht. Der dauert erstmal viel länger als 2 Stunden und wir bekommen immer nur so. Also vielleicht ein halbes Bild vom Tommy, aber der Rest ist da nicht da. Und da muss man sich halt mit dem halben Bild vom Tommy begnügen, weil das ist alles, was man... Doch, das geht. Und weil das alles ist, was man bekommt. Und ich denke mal, diese Art tatsächlich, und das ist nicht nur Kompromissfähigkeit, das ist auch die Darstellung des tatsächlichen Facettenreichtums politischer Entscheidungsprozesse. Und das ist ganz schwierig. Wir denken sehr stark immer mehr in Absoluten und das hat sehr stark etwas mit der Art und Weise zu tun, wie auch politische Diskussionen stattfinden. Denn wenn wir uns jetzt umgedreht den aktuellen Wahlkampf anschauen und schauen, was die meisten Parteien so von sich geben, dann ist das alles so generell und allgemein, dass sich jeder irgendwo irgendwie darin wiederfinden kann. Mal so und mal so. Es gibt so Tendenzen, klar, aber es wird ja niemandem wehgetan, weil niemand aufgrund von der Bedürfnis, Mehrheiten zu machen, irgendjemandem noch wehtun möchte. Und da fällt natürlich eine Partei wie die AfD, die ganz bewusst Leuten wehtut, und zwar meistens denen, die sich am wenigsten wehren können dagegen, sagen wir mal, ich sage mal in Anführungszeichen, positiv auf, insofern, als dass sie dadurch, dass sie zeigt quasi die vielgerühmte klare Kante. Ja, und ich denke, das ist dann für viele Leute attraktiv, weil sie dieses unmittelbare Feedback zwischen dem Wahlakt und dem, was hinten bei rauskommt, annehmen. Naja, das, was hinten bei rauskommt, also die können klare Kante zeigen, auch weil das eben nicht gleich rauskommt. Also als Oppositionspartei habe ich es immer leicht, klare Kante zu zeigen. Und da eigentlich ein breiter Konsens in der sonstigen Politiklandschaft besteht, dass die AfD auch Oppositionspartei bleiben wird, haben die es natürlich letztlich immer leicht, auch einfache Positionen zu beziehen, weil sie müssen es ja nicht umsetzen. Ja, nicht nur das, sie müssen es ja auch nicht mal begründen oder irgendwie mit Fakten untermauern. Das ist ja etwas, was für AfD und dergleichen, aber schrecklicherweise nicht nur anscheinend etwas ist, wo jetzt mein subjektiver Eindruck ist, dass das immer mehr wird, dass also diese Trump'sche Art, einfach etwas zu sagen, um den schnellen Effekt, den Dirk auch angesprochen hat, bei den Leuten zu haben. Du sagst einfach in der Situation, in der du gerade bist, etwas, was jetzt diese 5 Minuten, die du jetzt gerade, in denen du jetzt lebst, gerade möglichst angenehm macht für dich. Und also, dann wirst du von jemand anderem gefragt, eine halbe Stunde später oder lass es einen Tag später sein. Und es klingt relativ anders, womit wir zumindest nach meinem Empfinden wieder bei Laschet wären, wo ich immer so den Eindruck habe, hat der nicht gestern oder hat er, warum ist das, das klingt jetzt irgendwie etwas anders. Und die AfD ist da komplett schmerzbefreit, weil die können einfach alles behaupten, das ist total egal. Sie sind nicht an Fakten gebunden, sie sind an gar nichts gebunden, außer an... dass sie ihre Klientel bedienen, die nicht an den menschengemachten Klimawandel glauben und finden, dass Ausländer an allem schuld sind. Das ist natürlich sehr, sehr einfach.
Wobei, wir müssen jetzt wirklich mal vorsichtig sein. Ich muss mich selber sozusagen relativieren. Das ist eine super Sache immer. Es ist ja nicht so, dass bei den Wahlkämpfen in der Vergangenheit nicht auch sehr starke populistische Ausschläge da gewesen sind. Ich denke, wenn ich mir die Wahlkämpfe von Franz Josef Strauß anschaue, wenn ich mir Kampagnen von Helmut Kohl etwa gegen sozusagen das drohende Bündnis von links, damals war das Schreckgespenst ja Rot-Grün eher, nicht? Heute ist es Rot-Rot-Grün. Also das sind ja Sachen, die auch, wo auch harte Worte gefallen sind, wo auch unter der Gürtellinie stark ausgeteilt wurde. Und ich denke mal, dass wir jetzt nicht so tun sollten, als wäre das gerade populistische Reflexe, als wäre das eine Sache, die wahnsinnig neu ist. Der Punkt, der für uns immer schon genervt, so ist es nicht. Der Punkt, der für uns einfach wichtig ist, und ich denke, da möchte ich das aufgreifen, was der Holm eben gesagt hat. Dann komme ich wieder zu meinem Eingangsargument zurück. Es reicht eben nicht, zur Wahl zu gehen. Das heißt, die Tatsache, dass wir jetzt tatsächlich immer noch dankenswerterweise einen Konsens haben, dass eine rechtsextreme und rechtsradikale Partei wie die AfD hoffentlich ewige Oppositionspartei sein möge. Ja? Diesen Konsens, der ist ja auch nicht selbstverständlich. Der kommt ja irgendwo her historisch. Der kommt daher, weil viele Leute immer noch anders politisch sozialisiert worden sind. Aber das ist nichts Gottgegebenes. Das heißt nicht, dass das immer so bleiben muss. Das ist nichts, worauf wir uns jetzt ausruhen können. Ja, und in dem Moment, wo wir uns nicht darauf ausruhen können, ja, müssen wir eben darauf aufpassen, dass dieser Minimalkonsens, sag ich mal, ja, der uns sonst, mögen wir uns unterscheiden in vielen Dingen, aber wenn wir uns auf diesen Minimalkonsens einigen können, dass der bestehen bleibt, und das ist Arbeit und das ist mehr als wählen. Und um nochmal zu Lydia zurückzukommen und auch im Zusammenhang damit, dass du sagst, da war kein nennenswerter Wahlbetrug, ich fasse das mal jetzt so lapidar zusammen, das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Menschen in Polen, die zur Wahl gegangen sind, offensichtlich der Meinung sind, das ist die beste Partei für ihre Interessen und für das, was sie vertreten. Und das ist noch schockierender als die Partei selbst. Also tatsächlich habe ich ja ein paar Gespräche dazu geführt. Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, dass ich auch sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen sozialen und beruflichen Backgrounds in Polen kenne. Dementsprechend habe ich einfach mal natürlich so eine subjektive Meinungsbildung an verschiedenen Punkten auch mal eingeholt, weil ich die schon gefragt habe, warum ist das so? Ja. Und diejenigen, die die PiS wählen, aber das ist natürlich nur eine subjektive Erfahrung, die also keinen ehrlichen, tieferen Wert hat, war aber häufig, dass die auf kurzfristige Versprechungen sehr stark reagieren und sehr stark auf die emotionalisierte Werbung. Werbung im Sinne von zum Beispiel, der Westen, der ist gefährlich, weil alle werden homosexuell und alle werden gottlos und überhaupt haben die lauter Werte, die unsere guten alten polnischen konservativen Werte in Frage stellen. Also das sind jetzt mal so pointierte Aussagen. Und wenn man sich die Werbung anguckt, der PiS und ihrer kooperierenden Medien, dann ist das auch überdeutlich. Also wenn man das als deutsche Person anschaut, denkt man, das ist Satire teilweise, aber es ist keine Satire. Und die arbeiten mit Schreckensszenarien, mit Emotionen und mit kurzfristigen Belohnungen, sodass die auch sagen, einfach finanzielle Vorteile natürlich versprechen. Und die Kombination aus Vorteilen, die sie versprechen und umgekehrt einem Schreckensszenario, gegen das sie dann meinen anzutreten als die Verteidiger der polnischen Kultur, so stellen die sich explizit dar. Diese emotionalen Manipulationsstrategien, würde ich es nennen, die funktionieren sehr gut. Und ich finde schon, dass das viele Parallelen zu Trumps Art hatte. Also ich habe natürlich Trump beobachtet, ich habe die polnische PiS beobachtet und ich muss echt sagen, deren Stilmittel sind doch sehr, sehr vergleichbar und erinnern natürlich nicht zufällig an vielleicht auch gewisse Stilmittel, die wir hier von, einer Partei kennen. Tja. Ja, also da fällt mir so ein bisschen, die Slogans der AfD klingen ja mitunter auch wie Satire, aber ich habe neulich einen auf dem Plakat gesehen, wo ich gedacht habe, okay, aus der Perspektive dieser Zielgruppe heraus, wenn du den Slogan siehst, Deutschland aber normal, das ist eigentlich genau das. Die haben das Gefühl, da sind Leute, die haben das Gefühl, Deutschland ist nicht mehr normal und die wollen irgendwie zurück. Und dieses Zurück, das ist sozusagen das, was du ganz gut versprechen kannst, wenn du es vor allen Dingen, wenn du es dann nicht umsetzen musst. Also ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass früher ja alles besser war, nicht? Ja, genau. Oder eben nicht, nicht? Aber vielleicht auch hier zur Relativierung, nur damit das nicht ein falscher Zungenschlag eingeht, alle Parteien haben natürlich immer auch in Deutschland Wahlwerbung über den Geldbeutel gemacht.
Da gibt es keine Ausnahme. Entweder dafür, dass speziellen Klientelgruppen etwas versprochen würde, Stichwort Mütterrente, ja, dafür, dass andere Wohltaten, also Mindestlohn mindestens 13 Euro, bis hin zu Gedanken über Sachen wie garantiertes Grundeinkommen oder was auch immer. Es geht immer, auch bei allen Parteien, egal von rechts oder links, sind immer starke Wahlargumente, auch im Wahlkampf, Argumente über den Geldbeutel. Ist doch aber auch völlig legitim. Ja, ja. Völlig legitim, denn es ist unser Steuergeld, das im Zweifelsfalle ausgegeben und umverteilt wird. Und die Frage, wie das geschieht, ist eine wichtige und zentrale und eine grundlegende politische Entscheidung. Und da haben wir dann ein Mitspracherecht. Das heißt, die Tatsache alleine natürlich, dass mit Geld oder mit Geldversprechungen oder mit der kriegt was, der kriegt nichts, also mit Verteilungspolitik Wahlkampf gemacht wird, ist völlig in Ordnung. Und das ist als solches erstmal nicht weiter anrüchig. Ich denke mal, die Frage ist, inwieweit es aus einer geschlossenen Ideologie entsteht, wo man sagen kann, okay, das heißt generell, bei dieser Partei kann ich davon ausgehen, die und die, denen wird es besser gehen, tendenziell, und denen dann vielleicht dann nicht mehr so gut wie vorher oder andersrum. Ja, daraus entstehen politische Richtungsentscheidungen, die wir treffen können. In dem Moment, wo wir aber das verbinden, wie im Falle der PiS oder auch anderer Parteien, mit einem davon völlig abgehobenen politischen Ideologie, die damit überhaupt nichts zu tun hat, ja, sondern wo es tatsächlich um die Frage geht, was sind eigentlich was ist die wahre althergebrachte Kultur, ja, in dem Moment wird es dann tatsächlich zu einer sehr virulenten und gefährlichen Art von Populismus, weil wenn die beiden verschiedenen Sphären nicht mehr voneinander getrennt werden, sondern das emotional-irrationale mit einem realen pragmatischen Vorteil verknüpft wird, dann kann das in der Tat sehr gefährlich sein. Übrigens theoretisch auch weiterhin gerne in Deutschland. Also wie gesagt, wir dürfen uns nicht allzu sehr... Naja, doch. Also unter analytischen Gesichtspunkten gerne in Deutschland, denn wir dürfen uns nicht allzu sehr auf die Schulter klopfen und sagen, na bei uns, das kann ja nicht passieren. Ja, klar, wir haben im Sinne einer demokratischen Entwicklung ein paar Jahrzehnte mehr auf dem Buckel als die Polen. Damit lässt sich auch das ein oder andere erklären, was die Gesamtsozialisation eines politischen Systems angeht. Da ist Polen ja nicht alleine. Wir haben ja in vielen der osteuropäischen Staaten Tendenzen, die durchaus in eine vergleichbare Richtung gehen. Damit meine ich nicht nur Ungarn. Ja, das heißt also, da ist ja offenbar schon ein systemischer Zusammenhang zu erkennen, der sich auch vielleicht auch erklären lässt. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht auch Rückfalltendenzen weiterentwickelter Staaten gibt. Ja, und warten wir mal auf die nächste französische Präsidentschaftswahl. Das ist ja schon mal sehr spannend und da können wir nicht mehr so mit dem Finger drauf zeigen und sagen, naja, die sitzen halt ein paar Jahrzehnte hinter uns. Die Franzosen sind, was das demokratische Erleben angeht, ein paar Jahrzehnte vor uns. Ich finde es aber ganz spannend. Du hast gerade Ungarn jetzt einmal schon angesprochen, Dirk, wenn wir jetzt beobachten, auch in Ungarn ist ja sozusagen demokratisch ein System jetzt entstanden, was ja auch die Medien einschränkt. Und das ist ja auch etwas bei all dem, über das man sich ärgern kann bei den demokratischen Parteien in Deutschland. Die haben jetzt erstmal per se nicht vor, unsere Medien, also die freie, unabhängige Berichterstattung abzuschaffen. Und ich finde es schon sehr, sehr beeindruckend und aufdringlich, wenn wir jetzt erleben, dass ein Herr Tucker Carlson aus den Staaten mal Ungarn besucht. Und wir erleben ja hier auch eine Vernetzung der sehr konservativen Staaten, die alle in diese Stoßrichtung gehen. Es geht ja zum einen darum, erstmal an die Macht zu kommen, Machterhalt, demokratische Grundsysteme umzubauen, um die Macht zu erhalten. Und insofern möchte ich dann doch einmal schon nach einer halben Stunde dann einmal doch pathetisch werden. Denn all das regeln, wie wenn wir am oder an der Wahlurne eine demokratische Partei wählen. Denn mit jeder Stimme, die demokratisch abgegeben wird, sichern wir all diese Systeme in Deutschland. Also die Trennung von Legislative, Judikative und eine freie Presse haben wir nur in einer Demokratie, ich habe gelernt, wie wir sie für uns hier in Deutschland definieren. Und wenn wir die AfD an die Macht bringen, können wir davon ausgehen, dass es da sehr schnell beginnen wird, Beschneidungen vorzunehmen. Und dann hast du vielleicht nur noch Fernsehsender, die in eine Richtung berichten, dann hast du mehr Leute, die wählen. Das möchte ich nicht haben. Deshalb finde ich es wichtig, wählen zu gehen. Wir müssen definitiv darauf eingehen, auf diese ganzen Dinge, wenn es dann wirklich um das Wählen selbst, um den Akt des Wählens selbst geht. Ja? Also was wir dringend noch heute besprechen müssen, ist Parteien unterhalb 5%, dann Wahlzettel ungültig machen, Fragezeichen, all diese Dinge. Schlechte Idee. Ja, ja. Ich weiß, aber da müssen wir noch drüber sprechen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, wir sind mit dem Vorpalaver noch nicht ganz durch. Und ich glaube, aber da kann ich mich täuschen, weil ich kann Bernd Haarder nicht lesen. Also ich schaue Bernd Haarder an und erkenne ihn. Er hat auch ziemlich viel Licht im Gesicht, das ist ganz schwer. Ich erkenne ihn in all seiner Bernd Haarder-Haftigkeit, aber er ist derjenige, von dem ich nie sagen kann,
was zum Teufel denkt er? Will er was sagen? Liegt ihm was auf der Zunge? Oder ich habe das die ganze Zeit so in der Tat so vor mich hin sinniert, da hast du völlig recht, weil ich könnte im Grunde tatsächlich all das, was bis jetzt in den 34 Minuten passiert ist, angefangen von dem sehr, sehr guten Eröffnungsstatement von Dirk bis hin zu dem, was Alexander oder Lydia und Dorn gesagt haben, könnte ich komplett an meiner Biografie nachzeichnen, 1:1. Also ich bin mit 18 zum ersten Mal zur Wahl gegangen, danach jahrzehntelang nicht mehr. Also ich war bekennender, überzeugter Nichtwähler, bin auch keiner Diskussion darüber aus dem Weg gegangen, habe es auch bei jedem offensiv vertreten, auch in Redaktionen, wo ich gearbeitet habe, habe ich gesagt, ich mache das nicht mit, aus dem und dem Grund. Meine Hoffnung war so ein bisschen, dass die Parteien irgendwann mal auf dich hören. Genau, ins Nachdenken kommen, warum so viele Leute nicht mehr zur Wahl gehen, warum wir 25% Nichtwähler haben. Das ist natürlich nie passiert, denen ist das scheißegal. Kommt aber natürlich noch erschwerend hinzu, dass diese Gruppe der Nichtwähler so heterogen ist, dass man nichts damit anfangen kann. Also die Motive sind so unterschiedlich, dass man auch keine Schlussfolgerung... An sich sind 25% der Wähler ein ungeheuer attraktives Potenzial, wie wir jetzt bei der AfD gesehen haben. Ja, aber du bist davon ausgegangen, Bernd, dass man damit der Politik leicht sind. Das sind alles Leute, die so denken wie du. Für mich war das ein Ausdruck einer Willensentscheidung. Das habe ich aber weit überschätzt, weil das bei den allermeisten anderen Leuten offenbar nicht der Fall ist. Das habe ich dann irgendwann mal gemerkt. Dann war halt nur die Alternative, was Alexander jetzt gerade gesagt hat, war als das Einzige, was die verstehen würden als Protest, wäre, den Wahlzettel ungültig zu machen. Also das wäre tatsächlich ein Statement, wenn man so will. Das bringt aber auch nichts. Dann habe ich erst eigentlich bei der letzten Europawahl habe ich angefangen, da habe ich dann Volt gewählt. Also eine schöne, sympathische, neue Kleinpartei. Die haben dann auch tatsächlich, glaube ich, ihren Sitz bekommen. Und jetzt, heute, an diesem 24. August 21, bin ich tatsächlich da, wo ihr jetzt alle offenbar schon länger seid, dass ich tatsächlich jetzt intrinsische, das Wort habe ich von Alexander gelernt, Motivationen habe, um jetzt tatsächlich zur Wahl zu gehen. Und die haben, da hat Dirk vollkommen recht, überhaupt nichts mit demokratischer Muster und irgendwas zu tun. Das sind ganz persönliche Gründe. Der Hauptgrund für mich ist ein ganz banaler, die meisten werden es mitbekommen haben, es gibt ja diese Querdenkerpartei, die Basis, die haben tatsächlich die Stirn gehabt, in den vergangenen Tagen so eine Art Planspiel aufzuführen, wo sie sich vorgestellt haben, sie haben die Bundesregierung gestürzt und sie übernehmen die Macht. Ganz tolles und vor allem auch dramaturgisch und genau, Filmqualität. Auch eine ganz Rede, toll. Ganz toll. Also, Tommy, da kannst du was von lernen. Da gibt es auch eine ich Rede. Ich will von denen nichts lernen, aber wieso? Was haben die gemacht? Ein Planspiel? Die haben ein Planspiel aufgestellt. Sie haben die Regierung gestürzt, sie haben die nächste Bundestagswahl gewonnen und sie regieren jetzt. Sie haben so getan. Also so ein Alarm oder was? Sie haben sich auf einem Kongress getroffen und haben das gespielt. Es gibt sogar eine Rede von unserem zukünftigen Bundeskanzler, diesem Anwalt, Herrn Füllmich von die Basis. Der hält eine Rede als Bundeskanzler, wo er sein Wahlprogramm vorstellt. Es ist im GBOP-Blog, also heute bei der Ankündigung der Sendung, ist es als zweiter Punkt verlinkt. Man kann das bei Annenleaks nachlesen. Die haben das nachgezeichnet. Da kann man auch diese Rede von Herrn Füllmich sehen. Bin ich der Einzige von uns, der das nicht... Ja. Lydia, hast du es gewusst, dass die Basis ein Regierungsübernahme-LARP gemacht hat? Ich bin einigermaßen, schockiert wäre das falsche Wort. Es sollte einen nicht zu überraschen. Wir haben auch einen schönen Film gedreht mit so Statisten, die also vom Bundespräsidenten geschickt wurden. Das ist unfassbar. Da sitzen der Füllmich und seine Kollegin sitzen in einem Auto und diskutieren dann drüber. Also wie so ein Film, ja? Also auch richtig also dramaturgisch. Aber wozu? Und wir hatten ich führe es noch schnell zu Ende. Wir hatten mal mit Alexa, das war ja auch ein Meme, dann wir hatten ja mit Alexa damals zusammen den Begriff der demokratischen Herdenimmunität geprägt. Da ging es ja genau um diese Sachen, um QAnon, um Sturm auf Kapitol und solche Sachen. Also allein das ist für mich dieses Jahr tatsächlich ein Grund, um zur Wahl zu gehen, um allein diesen Irren zu zeigen, ihr habt sie nicht mehr alle. Also da wäre ich lieber, wie gesagt, nochmal Volt oder irgendwas anderes, als dann gar nichts zu machen oder diesen Schwachsinn zuzulassen. Das ist also eine von mehreren intrinsischen Motivationen, die ich dieses Jahr habe.
Aber ich kann das in der Tat alles sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Auch okay. Was Dirk am Anfang gesagt hat, das habe ich jahrzehntelang mit Überzeugung vertreten. Auch diese Frustration, die Leute haben dann immer gesagt, ja, aber Standardargument, vor allem von, ich hatte ja, ne, die meisten Chefredakteure, die ich hatte, waren alles Politikredakteure. Die kamen alle aus der Politik, die haben mir stundenlang diese Scheiße erzählt mit der demokratischen. Ich habe gesagt, komm, hören Sie auf. Und das Hauptargument war immer, ja, wenn Sie nicht wählen, dann dürfen Sie sich auch nicht beschweren. Und ich habe gesagt, nein, genau Gegenteil. Ich bin der Einzige, der mich beschweren darf, weil ich das nicht legitimiert habe. Sie dürfen sich nicht beschweren. Sie haben gewählt, Sie unterstützen alles, was da oben passiert. Das war meine Argumentation, von der ich lange Zeit sehr überzeugt war. Ich finde es heute nicht mehr genau, weil ihr habt das ja mittlerweile auch gut auseinandergenommen. Auch Alexander hat ja das erklärt mit Egoismus und was Politik eigentlich ist. Das ist mir mittlerweile auch alles klar. Aber wie gesagt, ich kann das sehr gut nachvollziehen und habe das lange Zeit so vertreten. Ich hätte ja wirklich mit vielem gerechnet. Aber ich weiß jetzt, Bernd, ich muss bei dir immer mit allem rechnen und werde trotzdem überrascht. Ne? Ist das der Moment, ich weiß nicht, wie ich das überbrücken soll. Das ist einfach, in meinem Hirn macht es gerade Piep und ich sehe irgendwelche Leute, die Politik glab machen. Das stimmt allerdings, ja. Das muss ich mir von Ihnen nicht sagen lassen, Herr Tentakelkaiser. Ist das der Moment, wo man das mal erklären sollte, wie das so ist mit dem Nichtwählen? Wer möchte? Der Holm so, vielleicht? Was gibt es da zu erklären, deiner Meinung nach? Naja, was der Effekt ist. Was ist der Effekt, wenn man nicht wählt? Wohin geht die Stimme? Geht sie überhaupt, geht sie irgendwo hin? Ja, da geht gar nichts. Also ich meine, faktisch teilen dann halt diejenigen, die wählen gehen, den Bundestag unter sich auf und vor allen Dingen, also letztlich diejenigen, die wählen gehen und eine Partei wählen, die über 5% kommt. So, und der Punkt ist hier. Oder drei Direktmandate kriegt, aber das sind in der Regel dieselben. Das kann in diesem Falle, da aktuell die CSU bei 5% liegt in den Umfragen, kann es sein, dass die CSU das trifft. Nee, aber das ist ja ein Nebenkriegsschauplatz. Nein, der zentrale Punkt hierbei ist natürlich, dass, wenn es eine Partei gibt, und wir kommen wieder zu dem, was wir vorhin gesagt haben, die wie zum Beispiel die AfD sehr gut darin ist, ihre Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Das heißt, sie hat ein höheres Mobilisierungspotenzial als andere. Bedeutet das, dass wenn man nicht wählt, man den prozentualen Anteil einer solchen Partei mit hochputscht, weil sie sich so wahnsinnig gut in diesem Mobilisierungsgeschäft auskennt. Deswegen ist dann eben sozusagen die Aussage, da muss ich da das kleinere Übel wählen, tatsächlich möglicherweise die logische Konsequenz, wenn man zwar die anderen auch nicht mag, aber sagen möchte, die Partei, die will ich aber auf keinen Fall. Das muss übrigens nicht nur die AfD geben. Es gibt Leute, die mögen zum Beispiel die Linkspartei nicht besonders. Wen auch immer, gar nicht der Punkt. Das heißt, die Frage ist eben, wenn wir uns über dieses relationale Gewicht, über die Zweitstimmen Gedanken machen, dann ist nicht wählen eine Belohnung für jede Partei, die es schafft, besonders gut Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Wobei ich habe mal versucht herauszufinden, ich weiß nicht, ob du das besser weißt, Dirk, ich finde sehr, sehr widersprüchliche Aussagen zu der Frage, was wäre denn, wenn diese 25% zur Wahl gehen würden? Also würde das, und ich finde sowohl Studien, wo drin steht, nein, es würde sich gar nichts am Wahlergebnis ändern, weil diese Nichtwähler ja genauso heterogen sind und die Stimmen sich genauso verteilen würden. Und dann habe ich bei Welt Online zum Beispiel einen Artikel gefunden, die geschrieben haben, dass die jetzige Bundesregierung vollkommen anders aussehen würde, wenn 2017 diese 25% zusätzlich gewählt hätten. Also da ja, weiß ich das nicht. Ist hochspekulativ, denn weiß das Problem nicht, ist ja, dass soll, wir, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den man einfach mal erwähnen soll, die, und das gilt auch für die Leute, die zur Wahl gehen regelmäßig, der Anteil derjenigen, die mit einer festen Parteibindung zur Wahl gehen, die schon immer CDU, SPD oder was immer gewählt haben, wird immer kleiner. Ja. Das heißt, auch die Leute, die mit Überzeugung am Wahlakt teilnehmen, wählen immer mehr und tendenziell mit kurzfristigerer Entscheidung vor dem Wahlakt irgendwas, was ihnen gerade gut kommt. Jetzt hat gerade mal der Laschet was Doofes gesagt. Herr Waschkau wählt jetzt nicht Herrn Laschet. So, möglicherweise hätte es vielleicht aber einen anderen. Er sagt die ganze Zeit was Doofes aus meiner Sicht. Ich möchte das nochmal deutlich machen. Und es hätte es aber ja sein können, dass... Es hätte einen anderen supergeilen CDU-Kanzlerkandidaten oder Kandidatin gegeben, der oder die was wahnsinnig Intelligentes gesagt hat, 24 Stunden bevor Herr Waschkau seinen Wahlzettel ausfüllt, und hätte gesagt, ach, das war ja mal intelligent, den wähle ich jetzt. So, und plötzlich... won't happen. Ja, man weiß es doch nicht. So, man weiß es nicht. Der Punkt ist einfach, die Entscheidungsprozesse
sind bei sehr vielen Leuten weitaus kurzfristiger geworden, sehr situativ, auch aus Stimmungen heraus und gar nicht mehr auf der Basis von sehr langfristigen Parteibindungen. Und das gilt für alle. Ja, das ist grosso modo so über das ganze System hinweg. Und das ist ja auch das Problem, warum die Parteien so, ja, so auch manchmal so einen Wischiwaschi-Wahlkampf machen, weil sie auch bei niemandem anecken wollen, um diese negativen Momente nicht auszulösen. Das ist aber interessant, dass du das jetzt schon ein paar Mal gesagt hast. Das kommt bei mir nicht so an, weil ich mich wirklich über viele Dinge, die so eher aus der konservativen Ecke kommen, in der Tat extrem aufrege und das mich sehr, Tommy, sehr aber pass mal auf, du musst jetzt mal, du musst jetzt mal, bitte, endlich mal du verstehen. Musst, du bist jemand, jetzt unabhängig davon, wie ich deine politischen Meinungen einschätze, aber du bist jemand, der über ein einigermaßen gefestigtes politisches Weltbild verfügt und der ziemlich oft politisch denkt, ziemlich viel politisch denkt, der ziemlich viel politisch reflektiert, über diese Dinge nachdenkt, sich äußert, sich engagiert, sich in einer unterschiedlichen Form auch als Kulturschaffender einbringt, ja, all das bist du so. Und damit bist du nicht die Mehrheit und damit bist du vor allem nicht der oder die typische Wähler oder Wählerin. Das bist du nicht, ja. Das heißt, wenn ich jemanden nehme wie meine Eltern damals oder auch viele Leute im Bekanntenkreis, die sind in dem Moment dann mal politisch, wenn sie was ärgert, dann merken sie auch. Und dann eben bei der Wahl, wenn sie sich überlegen, jetzt wähle ich mal was, ja. Und immerhin gehen sie hin. Aber dieser langfristige Reflexionsprozess. Der ist ein häufiger Satz, so aus dem, um das zu unterstreichen, häufiger Satz ist, ja, also den Laschet finde ich jetzt auch nicht gut, aber das ist, es muss ja weiter mit der CDU. Also das ist, und ich hätte ja auch lieber Röttgen oder wen auch immer gehabt, aber gut, dann ist es so. Und ein Umdenken, und ja, das mit dem Klima, was die CDU macht, ist jetzt, aber so insgesamt für die Wirtschaft ist es ja dann doch besser, wenn. Und dann wird halt, das sind diese stabilen Wähler und ich stimme dir zu. Ich wähle jetzt seit 37 Jahren, wie ich mit Erschrecken festgestellt habe. Und ich habe immer gewählt. Ich habe bei jeder Wahl, bei der ich mitmachen durfte, habe ich auch mitgemacht, weil ich den ganzen Tag sitze und nur bei Wahlen reflektiere. Seit 37 Jahren? In welchem Alter hast du denn zum ersten Mal gewählt? Mit 5. Entschuldigung, 27 Jahren. Du hast recht, 27 Jahre. Entschuldigung. Mein Gott, nicht 84, 94 habe ich das erstmal gewählt. 27 Jahre. Siehst du da, ich reflektiere nicht über Rechnen, ich reflektiere über demokratisches Wählen. Oder wie lang sich etwas für dich anfühlt, weißt du, das ist ja auch. Und ich habe sehr unterschiedlich gewählt. Ja. Und ich überlege jetzt gerade, ich habe aus dem bestehenden Parteienspektrum, was ich jetzt mal definiere, mit meiner Historie aus CDU, SPD, FDP und Grünen, ich habe alle vier schon mal in meinem Leben gewählt, unabhängig oder auch sehr unterschiedlich, was Europawahlen und andere Wahlen angeht. Da habe ich auch immer abgewogen, was ich jetzt gerade so für eine Europawahl, das machen ja auch die wenigsten, die gehen da auch hin und kreuzen immer das an, was sie immer ankreuzen, unabhängig, was es da gerade geht, was man wählt. Und Kommunalwahlen sind dann nochmal ein anderes Ding, wo man vielleicht auch nochmal mehr auf seine Region schaut und da Überlegungen vornimmt oder Personen wählt, die man eventuell kennt. Also ich habe da auch schon sehr durchgewechselt in 27 Jahren, ja. Ja, und das ist der Punkt. Also ich denke, das gilt dann für die Nichtwähler genauso. Und die AfD kann natürlich, wenn sie beispielsweise besonders gut ist, darin Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu aktivieren, nur den Teil der Nichtwählerinnen und Nichtwähler abgreifen, die ohnehin in gewissen Bereichen politisch vordisponiert sind. Ja? Aber das heißt nicht, die haben dann vorher dann aber vielleicht auch mal CDU gewählt und manche haben vielleicht auch mal vorher die FDP gewählt oder was auch immer. Ich meine, der jetzige, derjenige, ein AfD-Kandidat im Saarländischen Landtag, der war vorher Landesschatzmeister der Grünen im Saarland. Ja? Also ich meine, das geht ja alles, Karrieren verändern sich und auch die politischen Ansichten der Leute verändern sich. Das heißt, ich würde ganz vorsichtig sein bei Spekulationen, wie denn jetzt diese 25% Nichtwählerinnen und Wähler gewählt hätten, wenn eine Wahlpflicht wäre. Ja. Ja, also, meiner Ansicht nach gibt es da herzlich wenig empirische Grundlage, das tatsächlich mit einer gewissen Sicherheit sagen zu können. Es gibt im Fernsehbereich gibt es da auch eine lustige Diskussion. Es gibt ja diese berühmte Quotenmessung, ja, die natürlich schon immer wieder angepasst wird, aber natürlich im Großen und Ganzen grob einen bestimmten Prozentzahl an Menschen, wo man dann sagt, die bilden mehr oder weniger jetzt dieses lustige Land ab. Und es gibt immer wieder gigantische Diskussionen darüber, ob nicht mittlerweile Deutschland gar nicht mehr so heterogen ist, vor allem auch was die verschiedenen Bundesländer angeht, wie man da vielleicht annimmt. Und ob denn diese Zahlen überhaupt belastbar sind für das, also sind das wirklich jetzt junge Leute, sind das jetzt wirklich die, sind das die jene, wie viele Menschen? Welche Zahlen meinst du? Die Quoten. Die Einschaltquoten. Die Einschaltquote.
die Einschaltquote, auf der Gedeih und Verderb entschieden wird von Sendungen, insbesondere natürlich besonders extrem bei den privaten Sendern, aber natürlich auch bei den öffentlich-rechtlichen. Und es gibt immer wieder, besonders wenn man eine Sendung gemacht hat, wo man nicht möchte, dass sie abgesetzt wird, fängt man natürlich sofort wieder an zu überlegen, ja, aber Moment mal, was ist denn das jetzt für ein komisches System, was jetzt hier gerade meine Sendung absägt? Und ist das jetzt wirklich etwas, wo ich mich darauf verlassen kann oder nicht? Und ähnlich kommt mir das bei diesen 25% Nichtwählern vor. Ist das jetzt eine Gruppe, wo man sagt, naja, wie Bernd, glaube ich, vorhin gesagt hat, die im Kleinen das Deutschland im Großen einfach abbildet und es würde sich nicht viel ändern? Oder ist es so eine insgesamt tendenziell speziellere Gruppe, dass wir uns alle ganz schön umschauen würden, wenn die plötzlich anfangen zu wählen? Aber schau mal, ja, Tommy, bitte. Also ich meine, du musst natürlich, das ist erstmal ein ganz heterogener Haufen. Da sind Leute dabei, die schlicht aus gesundheitlichen Gründen nicht wählen gehen und nicht den Nerv haben, sich da jetzt jemandem eine Vollmacht zu erteilen oder sich die Wahlunterlagen bringen zu lassen oder sowas. Dann sind Leute dabei, die einfach keine Lust haben. Dann ist mal schönes Wetter. Du merkst also in den Wahlbeteiligungen, wenn du öfter mal in Wahllokalen sitzt, merkst du in den Wahlbeteiligungen sofort, wie das Wetter ist. Wenn es regnet, dann bleiben die Leute. Also warum soll ich denn nass werden, nur um da einen Zettel reinzuwerfen? Das merkst du sofort. Wenn ein Feiertag, irgendein langes Wochenende oder sowas, ganz schlecht für Wahlen, weil dann sind die Leute alle irgendwie weg und Briefwahlunterlagen, das muss man sich ja alles vorher beschäftigen. Also das sind ja, ganz viele... Entschuldige mal, also abgesehen von den Leuten, die also krank sind und ein Problem haben, sind das dann alles so Schlümpfe oder was? Was sind das für Argumente? Naja, die Bedeutung, die dem zugemessen wird oder die Wichtigkeit davon, also dass man jetzt sagt, ich gehe wählen, ist die eine Sache, aber die Sache, es ist wichtig, wählen zu gehen, es ist mir wichtig, wählen zu gehen und ich werde dafür auch nass im Zweifelsfall oder sonst was, das ist bei vielen weitaus weniger ausgeprägt. Also die individuelle Güterabwägung, Tommy, die individuelle Güterabwägung ist eben individuell. Ja, und wenn ich am Sonntagmorgen mit einem dicken Kopf aufwache, weil ich es am Abend vorher ordentlich habe krachen lassen, ja, dann habe ich halt an dem Tag keinen Bock, zum Wahllokal zu laufen, auch wenn ich sage, normalerweise mache ich das schon. Und schwupps bin ich nicht. Dann hast du die überzeugten Nichtwähler, die irgendwie Protest-Nichtwähler, die aber auch ganz unterschiedliche Richtungen haben. Also da sind die linken Protest-Nichtwähler, da sind die rechten Protest-Nichtwähler. Dann hast du vielleicht auch ein paar, die eigentlich der politischen Mitte zuzuordnen sind, die aber aus irgendeinem Grund jetzt auch gerade frustriert sind, weil sie vielleicht die Partei, die sie seit 30 Jahren gewählt haben, auf einmal nicht mehr gut finden und die anderen aus Prinzip alle nicht mögen oder sowas. Und dann, also das ist, darüber zu spekulieren, wie die wählen würden, wenn sie wählen müssten. Aber ich denke, zwei Tendenzen sind, glaube ich, Holm und Dirk, relativ sicher und bekannt. Und das ist auch ein großes Problem dieser Wählerei, dass wir haben, dass es nämlich zwei Gruppen gibt, dass Ältere tendenziell sehr viel häufiger wählen gehen als Jüngere. Das heißt, unter den Wahl-Nichtwählern oder Wahlverweigerern oder Lustlosen, wie auch immer wir es nennen, sind tendenziell zu viele junge Leute, die nicht zur Wahl gehen. Und es ist ein Klassenunterschied. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man sagt natürlich, dass das begüterte, relativ wohlhabende Leute sehr, sehr viel häufiger zur Wahl gehen als unterprivilegierte, die halt so verzweifelt und abgehängt sind, dass sie sich für gar nichts mehr interessieren. Wenn das stimmen sollte, dann haben wir ein Problem, weil das ist natürlich fatal. Wenn nur noch die Alten wählen gehen und die Parteien quasi keine anderen Versprechen mehr machen als alles, was irgendwie mit Rente und sonst was zu tun hat, und auf der anderen Seite die Unterprivilegierten, die eigentlich sich am lautesten beschweren müssten, dass die stillhalten und sagen, das interessiert uns alles gar nicht mehr, weil sie resigniert haben. Das sind zwei sehr, sehr schlimme. Das ist natürlich problematisch, gerade wenn wir eine Demokratie haben, wo es darum geht, dass du eigentlich jemanden wählen sollst, der deine Interessen irgendwie in dieses System hineinträgt. Ja, und das machen diese beiden Gruppen nicht. Also jetzt vielleicht die jungen Leute kommen jetzt vielleicht bei der nächsten Wahl. Ich glaube, das ist auch für mich nochmal der zweite intrinsische Grund, jetzt bei der nächsten Wahl. Weil du als junge Leute jetzt auch endlich mal wählst. Ich weiß es wirklich nicht, warum ich mich tatsächlich irgendwie als junge Leute sehe, aber es ist einfach so. Ich weiß es nicht, warum, weil ich irgendwie... Das wird auch so bleiben, weil du Jungwähler bist jetzt? weil ich mich weigere, erwachsen zu werden und weil ich ja jetzt erst anfange zu wählen, genau. Ja, Lydia, du hast gerade Bernds Namen gerufen. Ein Gedanke, nämlich, wie hier auch allgemein mein Bekanntes, bin ich ja in einer sozioökonomisch benachteiligten Gegend aufgewachsen, weswegen ich recht viele Erfahrungen habe. Das ist ein guter Ausdruck, sozioökonomisch benachteiligt. Okay, das habe ich gesucht, ja.
Und da sage ich dann auch immer verkürzt, nenne ich es liebevoll auch ein Ghetto. Aber auf jeden Fall kann ich also sozusagen meine Erfahrungen aus der Umgebung, von der du gerade abstrakt sprachst, Bernd, vielleicht kundtun. Und ich glaube, dass es nicht hauptsächlich die Motivation ist, der Reflexion darüber abgehängt zu sein, sondern überhaupt sich mit einem komplexeren Sachverhalt bewusst auseinandersetzen zu wollen. Und besonders bei komplexen Sachverhalten wäre es wichtig, wenn zum Beispiel in einer Schule, ich war in einer Schule, wo das gefördert wurde, es war eine Gesamtschule, aber es wurde gefördert, dass wir verstehen, warum es wichtig ist, zum Beispiel zu Wahlen zu gehen, weil wir halt auch eine Gesamtschule waren, die hieß Janusz-Korczak-Gesamtschule. Die war also benannt nach jemandem, der in einem KZ verstorben ist. Dementsprechend gab es schon politische Messages im Sinne von Wahlen sind wichtig, damit wir aus der Geschichte lernen. Also sowas im Geschichtsunterricht wurde vermittelt und das war schon wichtig. Natürlich weiß ich jetzt nicht, welche Langzeiteffekte das auf meine Mitschülerinnen und Mitschüler hatte heutzutage. Aber dennoch kann ich sagen, dass ich glaube, dass in den sozioökonomisch benachteiligten Gruppenstrukturen häufig Politik kein besonders relevantes Thema ist, überhaupt in der Beschäftigung, außer halt, wenn du in der Schule oder ähnliches Personen hast, die dich da auch dann entsprechend für motivieren, dich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, hier ist auch ein großes Problem bei den Parteien, die halt populistisch sind. Die docken genau da an, denn die vereinfachen die Dinge und sagen, gut, schlecht, du willst gewinnen, du musst Angst vor denen haben. Wenn du Angst vor denen hast, musst du mich wählen, weil ich schütze dich. Und ich mache, dass es dir besser geht. Das ist jetzt Überzeichnung zwecks Verdeutlichung, wie ich das sage. Aber du kannst natürlich genau diese Gruppen, die prinzipiell nicht vielleicht ein großes Grundinteresse haben, sich mit der Komplexität von Gesellschaft und politischen Entscheidungen zu beschäftigen, da kannst du natürlich mit solchen Werbebotschaften besonders gut andocken. Und ich denke mal, ja, das sollte man im Hinterkopf behalten. Also ganz ehrlich, wenn ein Mensch einfach gerade, jetzt mal ganz blöd gesagt, andere Probleme hat, als was er, als ob er zur Wahl geht und ob er wählen soll, kann ich das ja irgendwie nachvollziehen. Ich finde es nicht gut. Ich würde auch natürlich sagen, geh wählen, versuch was zu verändern oder vertrete deine Interessen. Aber es ist ja völlig klar, wenn ein Mensch sagt, ich weiß nicht, wie jetzt, okay, das drastische Beispiel, ich weiß nicht, wie ich meinen Kindern was zu essen besorgen soll. Ich bin verzweifelt, ich bin krank, ich bin irgendwas. Da kann ich verstehen, dass man diese, insbesondere diesen von Dirk vorher so schön elaborat ausgedrückten Überbau des Demokratie- und Verantwortungskrams, dass man da nicht so richtig empfänglich ist. Aber wenn jemand sagt, du hast zu wenig Geld, dir geht's beschissen, die Ausländer sind schuld, geh wählen, klar. Aber das hat ja Dirk ja auch schon jetzt mehrfach gesagt, dass es eben mit dem Wahlakt an dem einen Sonntag nicht getan ist, sondern dass es ein vierjähriger permanenter Prozess ist. Lydia hat jetzt ein Stichwort genannt, Dirk hat es auch schon gesagt, er sei schon an Schulen gewesen. Klar, also im günstigsten Fall müssten diese vier Jahre von irgendeiner Form von politischer Bildung in der Schule oder sonst wo begleitet sein. Ja, also ich würde noch einen Punkt reinbringen. Also Dirk hatte gesagt, es ist mit dem Wählen nicht getan. Ich würde das jetzt mal ins Positive und Pragmatische rumdrehen. Es ist auch nicht die einzige Möglichkeit, was zu machen und sich politisch zu engagieren. Also grundsätzlich ist es ja, also bei der Wahl ist es ja tatsächlich so, dass jemand, der viel Ahnung hat und sehr engagiert ist und sich sehr intensiv damit beschäftigt, was er wählt, genauso viel Stimmen hat, nämlich eine beziehungsweise eine für den Abgeordneten und eine für die Liste, wie jemand, der überhaupt keine Ahnung hat und sein Kreuzchen da macht, wo ihm der Kandidat am freundlichsten entgegengegrinst hat auf dem Plakat. Also das, dazwischen, indem man sich öffentlich äußert, indem man sich gegenüber den politischen Repräsentanten äußert, aber auch, sagen wir mal, in seiner Blase oder am Stammtisch oder sonst wo, letztlich macht man ja immer Politik, wenn man sich politisch äußert. Und man hat immer Möglichkeiten, sich irgendwie weiter einzubringen, sei es auf der Straße, sei es im Austausch, sei es in den Medien. Alexander. Und das ist auch wichtig, auch ein wichtiger Teil des politischen Prozesses. Und da streiche ich genau, was du sagst, Holm. Und wir haben jetzt erlebt, was passiert in einer globalen Krisensituation, was passiert, wenn man diesen Auftrag als Demokratie nicht vernünftig umgesetzt hat.
Das haben wir nämlich gerade erlebt. Ja, wir haben unseren Menschen in unserem Land gar nicht mehr beigebracht, was dieser Überbau ist. Und zwar nicht als Überbau, sondern ganz pragmatisch, was eine Demokratie bedeutet. Und dann hast du plötzlich Leute auf der Straße, die so weit abgehängt sind von all den Ideen von Demokratie, dass sie sagen, jetzt stürzen wir das mal alles um und dann gehen wir mal rein im Bundestag und dann wissen wir auch nicht weiter, aber dann sind wir immer mal drin gewesen. Und diese Leute sind ja noch gar nicht mal so großartig verführt worden. Das ist ja doch mal das ist ja das, was mich in dieser Pandemie, in der diese Verschwörungsmythen, Erzählungen hochgekocht sind, jetzt sagen wir mal nicht überrascht hat, sondern mir war von vornherein klar, in Zeiten großer Krise, habe ich auf 1000 Vorträgen erzählt, haben Verschwörungserzählungen Konjunktur. Wir haben genau das erlebt. Und warum haben sie Konjunktur? Das hat Lydia gesagt. Es wird verkürzt, es wird es einfach gemacht, schwarz und weiß gezeichnet und irgendwer wird schon Schuld haben. Und eigentlich ist der Plan ganz anderer. Und wenn wir in einem demokratisch sehr aufgeklärten Land, das auch politische Bezüge gut vermittelt, und zwar so vermittelt, dass es auch ankommt. Es nützt ja nichts Politikunterricht in jeder Schule, die wir haben. Wir haben in jeder Schulform in unserem Land Politikunterricht. Es interessiert aber die Jugendlichen überhaupt nicht. Mich hat es damals auch nicht interessiert. Ich habe in der Oberstufe Glück gehabt und habe einen Politik- und Geschichtslehrer gekriegt, der hat das spannend gemacht und nachvollziehbar gemacht. Und dann genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Ja, ich hatte, siehste? Als ich volljährig war, überhaupt keine Ahnung von überhaupt nichts. Gut, ich war vorrangig mit mir selbst beschäftigt, das muss man schon auch mal sagen. Und da war dann erstmal lange nichts. Dann kam nochmal ich und das muss man erstmal schaffen. Ja, und deswegen habe ich tatsächlich erst so mit 20 überhaupt begriffen, was das alles ist mit Politik. Aber die Schule hat mir da leider gar nichts geholfen. Und Alexander hat jetzt gesagt, sie sind nicht verführt worden. Du hast gesagt, Schule, ja, nee, wir vertiefen es jetzt besser nicht. Ich werfe es nur einfach mal ketzerisch rein, weil es mich so geärgert hat und weil das auch ein Grund war, warum ich nicht Wähler war. Welchen Anteil haben denn unsere Politiker, vor allem unsere Bundesregierung, 16 Jahre lang daran, dass sie die Leute eingeschläfert und entpolitisiert haben? Die Regierung selber hat die Leute doch gesagt, nö, Mutti macht alles, ihr braucht euch um nichts zu kümmern. Das hatten wir doch 16 Jahre. Und immer die Frage, sind Verschwörungsgläubige gefährlich? Da haben wir gesagt, das sind ein ganz paar Spinner, denen müssen wir gar keine Aufmerksamkeit geben. Ich weiß gar nicht, warum ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Das hat überhaupt keine gesellschaftliche Relevanz. Und plötzlich stehen sie da und suchen nach dem von uns schon viel zitierten Knopf, wo der Umsturz dann stattfindet. So, und das ist ein wir sehen jetzt gerade Menschen wie Pierre Lamberti auch, die da in dem Bereich forschen, in dem Bereich. Ja, die wissen ja gar nicht mehr, wohin. Weil jetzt stehen alle in Reihen davor und sagen, wie konnte das denn passieren? Das ist ja vollkommen unerklärlich. Wieso sind das so viele mit einem Mal? Das ist genau das, was wir jahrelang erzählt haben. Uns hat keiner zugehört. Uns haben sie für bekloppt erklärt, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Und das ernten wir jetzt gerade. Ihr kann sicher den Begriff der asymmetrischen Demobilisierung erklären. Möchten wir den denn erklärt haben? Ist der lieber relevant? Nicht. Nee. Ich glaube nicht. Also ich denke mal, über Verschwörungstheorien habt ihr ja schon geredet vor kurzem. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig spannendes und wichtiges Thema. Aber nicht heute. Vielleicht auch wichtig, aus historischer Perspektive, hatten wir alles schon. Ja, deswegen ist immer dieses Bild, aber wir müssen doch aus der Geschichte lernen. Das klingt so ein bisschen bei dir mit, Alexander, das tun wir nicht. Wir lernen das nicht. Wir tun das nicht. Als es die Pocken, als es die spanische Grippe gab, als gegen die Pocken geimpft wurde mit Reichsimpfgesetz, wo jeder musste, ja, exakt die gleichen Erklärungsmuster, exakt die gleichen Verschwörungstheorien. Da waren der böse Feind vielleicht mal ein bisschen ein anderer. Das ist modernisiert angepasst, manchmal ja, manchmal auch nicht. Es gab das alles schon. Und die gleichen Leute, die mit wie Don Quixote gegen die Windmühlenflügel dagegen anargumentiert haben und sagten, aber Wissenschaft und so weiter und so fort. Also mein, deswegen, mein wir Eindruck drehen uns ist, ja im Kreis historisch. Genau. Mein Eindruck ist tatsächlich auch, dass das immer so eine Generation lang ist. Solange sich Leute noch an irgendwas erinnern, scheint da irgendwie noch so eine Art Abwehr da zu sein. Aber sobald das dann weg ist, ist das dann alles wieder wie neu. Das ist wie bei der Corona-Impfung. Du musst nachimmunisieren. Und die Frage ist, wie machen wir das? Und wir haben zwei Möglichkeiten. Wir lassen es wieder zu einer Katastrophe kommen, weil dann haben wir wieder alle den Schrecken in den Gliedern. Ja? Oder wir müssen uns andere Wege... Wir sind immunisiert durch Infektion. Ja. Immunisiert durch Weltkrieg. Toll. Wir müssen uns Impfungen ausdenken. Und da gibt es nicht eine, sondern da gibt es einen Breitbandimpfstoff, der auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen zu funktionieren hat. Und eine dieser Ebenen haben wir erwähnt, das ist die politische Bildung, zum Beispiel in den Schulen, wo ich nicht aus eigener Erfahrung, sondern generell meine, dass da
nach dem großen Drive, den es dann nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat, als auch in den 60er Jahren politische Bildung ganz stark in den Curricula verankert wurde, es danach stetig abwärts gegangen ist und die Qualität, die da manchmal abgespult wird, und das Wort abgespult geht mir leicht über die Lippen, also wirklich außer von ein paar ganz sehr engagierten Lehrerinnen und Lehrern eher traurig ist. Ja, und behalt diesen Grund. Also ich sag mal, wir haben ein paar sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer unter unseren Zuschauern. Insofern würde ich jetzt nicht allzu sehr ins Lehrer-Bashing. Nein, kein Lehrer-Bashing. Kein Lehrer-Bashing. Nein. Aber ich glaube auch, dass, also Dirk, eine weitere intrinsische Motivation, warum ich die nächste Wahl tatsächlich für wichtig halte, ist genau der Punkt. Ich glaube, dass wir jetzt an so einer Schwelle stehen, wo die Leute davon die Schnauze voll haben. Also wer gestern Abend hart, aber fair. Er ist ein Self-Made-Millionär. Siri ist auch nicht schlecht. Dieses arme Mädchen da, diese Klimaaktivistin, sich an diesen beiden Betonköppen da abgearbeitet hat. Ich habe es wieder nicht mitbekommen. Ich war im Schreibtisch. Gestern Abend war eine Fridays for Future-Aktivistin bei Hart, aber fair, und hat da mit was weiß ich, CSU-Generalsekretär, der die da runtergemacht hat. Also dass dem Mann das nicht peinlich ist, auf so ein junges Mädchen da loszugehen. Aber ich denke, also es war auf jeden Fall, glaube ich, ersichtlich, dass, ich habe ja eben gesagt, die jungen Leute waren tendenziell weniger bereit zu wählen. Ich glaube, das ändert sich gerade. Jetzt haben alle begriffen, das geht so nicht weiter. Wir können uns da keinen Karnevalsprinzen mehr als Kanzler leisten. Es muss sich was ändern. Die jungen Leute sind sauer, die sind super sauer. Und das, ich glaube, so langsam ändert sich in der Richtung. Also ich glaube, es hat jetzt auch jeder die Schnauze voll davon, dass so eine Kanzlerschaft 16 Jahre dauern kann. Das wird, glaube ich, in Zukunft auch nicht mehr gehen. Also ich muss ganz kurz, Bernd, junges Mädchen ist ein ganz schlechter Begriff. Es sind natürlich erwachsene Menschen, die sind jünger als die, so ein Generalsekretär. Aber ich weiß natürlich sehr wohl, was du meinst. Ich will es nur noch einmal thematisieren. Das hast du jetzt auch nicht abwertend gemeint, sondern beschreibend. Auch nochmal zum Thema Lehrerbashing. Ich weiß, hab's auch von Lehrern gehört, die sich sehr, sehr abreiben und aufreiben in der politischen Bildung und dann aber sagen, ich komme zurück ins Lehrerzimmer und da sind meine drei Kollegen, die in 3 Jahren in Rente gehen, und die erklären also ein Schuljahr lang, wie das Wahlsystem funktioniert, und zwar in einer Trockenheit, die natürlich keinen vom Stuhl reißt. Und du kannst natürlich Überhangmandate, das ist wichtig, dass man das versteht, aber es ist halt die Frage, wie viele Wochenstunden du auf Überhangmandate investieren willst in der Schule und auf die Zusammensetzung des Bundestages, oder das mal besprichst, was wir hier gerade besprochen haben. Wenn du nicht willst, dass die Nazis ein freies Land abschaffen, dann wählst du halt demokratisch. Damit kann man ja mal so einen Unterricht auch beginnen. Ist ja auch keine falsche Aussage, dann kann man immer noch die Überhangmandate. Dann landest du beim AfD-Lehrer-Meldeportal. Gab's ja, können die mich gerne eintragen. Ja, können die mich auch jetzt schon eintragen für meinen Online-Unterricht. Wir tragen uns selber ein. Ich trage mich selber da ein. Ja, genau. Das wollen die mal machen. Lasst uns jetzt, nachdem es 21.06 Uhr ist, zu den ganz, ganz direkten Dingen. Es gibt ja hier auch ein paar Fragen, ein paar davon wiederholen sich. Ich beginne mal mit Media Studies Nerd. Er würde gerne wissen, wenn ich zur Hälfte pragmatisch wählen möchte, also eine etablierte Partei, und mit der anderen Stimme aber eine Kleinpartei unterstützen will, welche Stimme gebe ich denn wem? Also, mach du mal, das ist besser. Ja, also einer Kleinpartei die Erststimme zu geben, also, um es mal ganz platt zu sagen, über die Zusammensetzung des Bundestages entscheidet nur die Zweitstimme. Alles andere entscheidet allenfalls darüber, wer innerhalb welcher Partei jetzt reinkommt. Das heißt, eigentlich ist die Zweitstimme die Stimme, mit der du die Zusammensetzung des Bundestages bestimmst, und alles andere, die Erststimme, wenn dir ein bestimmter Wahlkreiskandidat einer bestimmten Partei sympathisch ist, selbst wenn du die Gegenpartei wählst, dann wähl den. Und einer Kleinpartei die Erststimme zu... Ja. Also, vorsichtig. Also sag mal so, bei den Erststimmen ist ja nur derjenige Kandidat gewinnt, der die meisten Stimmen hat, der Rest fällt weg. Ja? So. Genau. Und dann ist aber natürlich schon die Frage, das sind meistens, sagen wir mal, kommt daran, wo man wohnt, das sind so 3,5 Parteien, bei denen das passieren kann, dass so ein Erststimmenkandidat durchkommt. Ja? Der CDU-Kandidat hat eine Chance, der SPD-Kandidat hat eine Chance, es gibt einige Gegenden in dieser Republik, bei denen auch ein grüner Kandidat eine Chance hat. Bei uns daheim nicht, das wäre auch noch schöner. Und dann gibt es natürlich auch einige Gegenden, in denen auch ein AfD-Kandidat mal eine Chance hat. Es gibt ein AfD-Kandidat weniger, aber vor allen Dingen Linke in einigen Gegenden. Genau, so, aber es ist halt dann, das dünnt sich dann schon ein bisschen aus. So.
Und das heißt, man muss natürlich dann schon überlegen, oder sollte es, idealerweise, ja, welcher von diesen Direktkandidaten hat denn eine reelle Chance, in meinem Wahlkreis gewählt zu werden? Und dann kommen wir wieder zu der Wahl des kleineren Übels. Ja, da kann man sich schon überlegen, man kann da schon taktisch denken und sagen, okay, meine Lieblingspartei, die wird das wahrscheinlich in der Erststimme nicht schaffen, weil die ist viel zu klein oder hier zu schwach in diesem Wahlkreis. Was ist dann für mich dann Nummer zwei? Was kann ich denn noch vertreten von mir selber, anstatt irgendetwas zu machen? Das heißt, auch bei einer Erststimmenwahl kann man durchaus mit einer gewissen Taktik, wenn man sich darüber in Ruhe Gedanken macht, mitwählen, was unter anderem dazu führt, Überhangmandate, dass wir so einen großen Bundestag haben. Ja. Ja, und aber grundsätzlich ist es halt auch einfach so, dadurch, dass diese Mandate alle ausgeglichen werden, ist es halt, also du entscheidest letztlich nur darüber, wer innerhalb der Parteien in den Bundestag kommt. Aber egal, wie viele Leute jetzt die CDU oder die SPD mit der Erststimme wählen, das ändert an dem Anteil der SPD oder CDU-Abgeordneten überhaupt nichts. So ist es. Nächste Frage. Wenn ich davon überzeugt bin, zum Beispiel, was hattest du vorhin gesagt, die Volt-Partei oder irgendeine dieser kleineren Parteien wählen zu wollen, dann bekomme ich, also ich jetzt als das irgendwer, sehr gerne zu hören, ja, aber dann kannst du deine Stimme auch gleich wegschmeißen. Weil diese 5%-Hürde so unrealistisch sei, das ist das Argument, dass man da sowieso mit einer Volt-Partei oder einem Humanisten oder wie auch immer sowieso niemals jemals darüber kommt. Also solle man diese Stimme doch lieber einer Partei geben, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die dann auch an der Regierung teilnimmt, größer ist. Also ich denke, das hängt wahnsinnig davon ab, auf welcher Basis wir unsere Wahlentscheidung treffen. Ist es eine kurzfristige Wahlentscheidung oder haben wir in unserem Kopf ein mittelfristiges oder langfristiges Denken? Volt ist ein schönes Beispiel. Volt hat es in Rheinland-Pfalz über die 1%-Hürde geschafft. Damit sind sie zum Beispiel, haben eine Grenze gerissen, von denen die meisten nichts wissen, nämlich die der Wahlkampfkostenerstattung. Hat übrigens die Basis auch geschafft. Ja, nicht in Rheinland-Pfalz, aber nur zu dem Thema, Bernd. Das heißt, auch die bekommen jetzt Staatsknete sozusagen, ja, Wahlkampfkostenerstattung. 85 Cent pro Stimme. Ja, es war 1979 die Europawahl, bei der die Grünen über 3% bekommen haben, die ihnen das Startkapital gegeben hat, um bei der nächsten Bundestagswahl dann einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf zu machen und in den Bundestag einzuziehen. Das ist ja grundsätzlich kein schlechtes System. Also ich meine, es ist halt blöd, dass jetzt die Basis ist. Ich will das überhaupt nicht qualifizieren. Der Punkt ist, schrei mich nicht an. Doch. Wenn wir eine Wahlentscheidung treffen, dann kann es sein, dass wir sagen, okay, ich möchte sozusagen die Grundlage dafür schaffen, dass später dann einmal zum Beispiel Volt oder wer auch immer es über die 5%-Hürde schafft. Und denke daher, die erste Hürde, die ich gerne hätte, dass die sie nehmen, sind bei Landtagswahlen die 1%, bei Bundestagswahlen die 0,5%. Denn ab dann gibt es Wahlkampfkostenerstattung. So, und wenn wir also auf der Basis sozusagen eine Wahlentscheidung treffen, ist die 5%-Hürde möglicherweise erstmal gar nicht das Ausschlaggebende. Also von den 0,5 wusste ich, Depp, natürlich schon wieder gar nichts. Bei Europawahlen und bei der Bundestagswahl. Okay, danke, das ist schon mal sehr, sehr wertvoll. Ein anderer Faktor ist natürlich auch noch der. Also die anderen Parteien gucken natürlich auch, was für Kleinparteien sind da und wer kriegt bei denen Stimmen, weil die hätten sie auch gerne, die Stimmen. Das heißt, wenn jetzt wahnsinnig viele Leute, also wahnsinnig viele sind es dann ja meistens nicht, aber sagen wir mal so 1-2% eine bestimmte Kleinpartei wählen und sich da ein Trend abzeichnet, deren Themen irgendwie mehr Auftrieb verschaffen könnte, dann werden natürlich die großen Parteien, die, sagen wir mal, irgendwo eine gewisse Affinität dazu haben, sehen, okay, da sind offensichtlich Themen, die wir nicht entsprechend bearbeiten, wo wir Wähler auch stehen lassen. Du meinst also, und so wie bei der Piratenpartei, als die dann so erfolgreich war, hat die CDU, genau, CSU sofort gesagt, jetzt bauen wir mal Breitband-Internet aus und zack, schon war es da. Nee, warte. Das kommt ja nicht drauf, also an, dass zumindest haben sich alle möglichen Parteien dann auf einmal bemüht, einen stärker online orientierten Wahlkampf zu machen und so weiter. Also das stimmt schon. Es hatte einen Effekt. Ja. Demontiert haben sich die Piraten letztlich selber, aber das ist. Das ist aber sehr erfolgreich, das muss man auch mal sagen. Ja, also, das muss man ihnen auch mal zustimmen. Beispielhaft. Das haben sie richtig gut gemacht. Ja, also es gibt Gründe, warum wir Parteien wählen können, die außerhalb der 5%-Reichweite sitzen.
Und ich denke mal, es gibt noch einen Punkt, und das hängt dann wieder auch von den Wahlen ab. In sehr vielen Bundesländern gibt es bei den Kommunalwahlen keine Prozenthürde. Das heißt, dort ist es für kleine Parteien sehr viel einfacher, dann in die kommunalen Parlamente einzugehen. Und das kann in großen Städten, weil in kleinen Orten hast du faktisch die 5%-Hürde schon fast bei, wenn du einen Sitz haben willst. Das ist richtig, aber das führt dazu, dass wir kommen wieder zurück zu dem Beispiel, das ist keine Wahlwerbung, ich bin kein Mitglied, aber das Volt zum Beispiel in Münster und in Frankfurt jetzt in der Stadtregierung sitzt, bei großen Städten, die durchaus eine gewisse Bedeutung haben, sag ich mal. Ja? Das heißt also, da gibt es dann wieder andere Kriterien, und natürlich dann zu sagen, okay, eine kommunalpolitische Verankerung ist die Grundlage für einen weiteren Aufbau und Wahlergebnisse über der 5% irgendwann später. Da gibt es ja valide Argumente, das anzunehmen, denn wenn man mal in Frankfurt in der Stadtregierung sitzt, hat man natürlich eine ganz andere Basis, die eigene Programmatik in die Öffentlichkeit zu bringen, als wenn man nicht im Stadtparlament und nicht in der Regierung sitzen sollte und nicht die Mehrheit im Stadtrat hat. Und ich denke mal, das sind Dinge, die ebenfalls eine Rolle spielen. Das heißt, wenn man sich wirklich im Grunde Überlegungen macht, dann darf man sich von dem Argument, 5%-Hürde, jetzt nicht per se abbringen lassen. Bei Parteien, die schon ein bisschen größer unter den Kleinen sind, eine andere, die wir jetzt bei der Bundestagswahl beobachten wollen, sind die Freien Wähler. Ja, zum Beispiel. Ja, ist so, ja. Jetzt mal ganz faktisch gesehen, weil die auch in dem Bereich sind, wo man sagen kann, das können ein paar Prozente mehr werden. Ja, dann ist es nicht falsch, sich zu überlegen, gut, dann auch dort kann man durchaus sinnvoll und überlegt seine Stimme geben. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn man es jetzt hingegen aus der kurzfristig taktischen Perspektive sieht, dann ist natürlich eine Stimme für eine Kleinpartei nichts anderes, als wenn man gar nicht gewählt hätte im kurzfristigen Wahlergebnis, also für die Zusammensetzung des Parlaments, ist es dasselbe, als wenn man gar nicht gewählt hätte und hilft damit genauso den Parteien, die eine hohe Mobilisierung erreichen. So ist das. Man muss es abwägen, für jeden eine Güterabwägung. Also, wenn ich wirklich partout nicht möchte, dass Nazi-Bullshit passiert oder toleriert wird, dann darf ich doch jetzt, wenn ich mir jetzt nicht nur die AfD, sondern jetzt auch eben so Leute wie den Maaßen oder die seltsame Werteunion ansehe, dann darf ich, wenn ich jetzt aus dieser Perspektive wähle, weder die CDU noch die AfD wählen, und wenn ich mir die Wagenknecht so anschaue, auch die Linken nicht. Also vielleicht, das tut mir immer weh, das ist immer anstrengend. Aber naja. Ich finde, dass ich halte nichts von Herrn Maaßen und ich halte noch viel weniger von Frau Wagenknecht. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass beide in Parteien drin sind, die verdammt groß sind. So. Und das gilt für die Linkspartei mit ihren verschiedenen Flügeln und Persönlichkeiten, genauso übrigens wie für die CDU. Und deswegen habe ich mit so einer, also dieser Gleichsetzung, ja, wenn man einen Rechtsaußen hat, einen sehr lautstarken, also Herr Boris Palmer macht ja auch nicht die Grünen aus. Ja. Also der ist trotzdem, genau, verdammt, meinst, der ist trotzdem ist, ein verdammter Bürgermeister. Aber trotzdem habe ich da genau das gleiche Problem. Ja, das mag ja sein, aber das nützt dir nichts, wenn eine Partei eine gewisse Größe erreicht hat. Da muss man einfach mal wahrnehmen, dass es da auch Arschlöcher gibt. Alle großen Parteien einen linken und einen rechten und einen mittleren und einen Karrieristenflügel haben und einen altvorderen Flügel. Und ein paar totale Querschläge. Und ein paar totale Lunatics, ja, die irgendwo irgendwelche wilden Sachen machen und damit aber auch sehr leicht dann in die Medien kommen oder in den sozialen Medien plötzlich eine Aufmerksamkeit bekommen, die ihrer wahren Bedeutung nicht entspricht. Wenn wir uns davon jedes Mal beeinflussen lassen, dann können wir irgendwann gar keine Partei mehr wählen, weil es die nämlich überall gibt. So, das heißt, wir müssen uns schon, und daran appelliere ich immer, und damit verteidige ich weder Herrn Maaßen noch Frau Wagenknecht oder das, was sie so von sich geben, sondern aber der Punkt ist, je nachdem, welche politische Grundeinstellung ich habe, ob sie eher eine eher konservative ist oder ob ich ein Linker bin, werde ich sowohl bei der CDU wie auch bei der Linkspartei auch vernünftige Leute finden, mit denen ich zurechtkomme. Aber nicht in diesem... Alexander, mach du. Ich platze du sonst. Du sagst das Gleiche, was ich sagen wollte. Weil das Entscheidende, warum ich die CDU nicht gewählt habe, und das ist jetzt der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist nicht, weil Herr Laschet oder Herr Maaßen oder so, oder anders, nicht wegen Herrn Maaßen. Herrn Maaßen würde ich nicht wählen, wenn ich ihn wählen könnte, wenn er bei mir auf dem Mahlzettel steht. Sondern bei Herrn Laschet, meine persönliche Meinung ist, dass ich Herrn Armin Laschet für ungeeignet halte, das Amt des Bundeskanzlers zu bekleiden. Und deshalb kann ich eine Partei, die jetzt erklärt hat, wenn wir genügend Plätze im Bundestag bekommen, werden wir Armin Laschet zum Bundeskanzler machen, nicht wählen. Und
mit dieser Entscheidung sage ich einfach nur, eine demokratische Partei, man muss sich mal hinterfragen, wie jemand, der Karnevalsprinz ist ja schon gefallen, aber mal ganz ernsthaft, wie jemand wie Herr Laschet, der allen Ernstes sagt, Wasserstoff und andere Motoren, das ist alles Elektromotor, Wasserstoffmotor, da ist ja die Wissenschaft sich uneinig. Wie kann eine Partei die Willensbekundung haben zu sagen, dieser Mann soll uns die nächsten 4 Jahre repräsentieren? Diese Partei ist dann nicht wählbar. Deswegen auch mein Statement, was ich Ihnen kann das sehr gut, schon wählbar, ich kann das sehr gut nachvollziehen. So. Aber auch da nochmal, ich mache mich echt unbeliebt heute. Aber nein, mach mal ruhig. Nein. Aber das ist aber ich glaube nicht, dass du dich noch arg viel, du machst nein, dich nicht arg viel unbeliebter. Nein, das geht ja, geht es noch mehr. Nein. Also, Alexander, du hast völlig recht, aber wir haben eine parlamentarische Demokratie und wir haben kein Präsidialsystem. Ob da jemand Bundeskanzler wird, der oder die besonders fähig ist, diesen Posten auszufüllen, oder der oder dem die ganze Zeit von Beratern und den anderen Ministern gesagt werden muss, was sie denken sollen, ist letztendlich nicht ausschlaggebend. Das heißt, dieses System ist extra so von unseren Verfassungsmüttern und Verfassungsvätern designt worden, um solche Leute wie Adolf zu verhindern. Wir haben eben keine starke Machtposition bei Individuen und auch der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin sitzt in einem Kabinett, das zusammen Dinge entscheidet und bei wichtigen Sachen sowieso immer wieder zum Parlament rennen aber muss. Dirk, da kann der Herr Laschet, nein, jetzt lass ich mal ausreden. Ja, da kann der Herr Laschet Blödsinn reden als Bundeskanzler und das kann dann manchmal sehr peinlich sein, wenn das im Ausland macht zum Beispiel, ja. Aber das muss nicht notwendigerweise tatsächlich einen realen politischen eine reale politische Konsequenz, was politische Entscheidungen und Programme und sowas angeht. Du da hast können natürlich wir Alexander, du hast Alexander ganz, ich ganz glaube, kurz, ich ja. muss ganz kurz noch eine Erwiderung geben. Du hast völlig recht, Dirk. Das Wahlprogramm ist aber ähnlich beschissen wie der Spitzenkandidat. Und dann sind wir raus. Alles klar, okay. Und ich möchte gleich, Lydia, ich möchte nur anmerken, das wurde auch schon oft in sozialen Medien immer wieder gesagt. Also danke, Alexander, was Alexander sagt. Aber auch diese Vorstellung, dass der Laschet mit dem Putin zusammensitzt, ist für mich fremdschämend. Ich fühle mich Aber deswegen warum? Wird Herr Laschet nicht eine Kehrtwende der deutschen Außenpolitik, selbst wenn er das wollen würde, wird er sie nicht durchsetzen können, weil er dafür überhaupt nicht die Macht hat. Da könnte man einen Song draus machen, das hast du sehr schön gesagt. Nein, es ging Tommy ja jetzt um das sozusagen das politische Gewicht in Verhandlungen. Da muss man aber ganz ehrlich sagen, erinnere ich einfach nur mal an den Amtsantritt, also an den ersten von Angela Merkel. Und was ihr damals zugetraut wurde und was das für eine, oder also Helmut Kohl. Also vielleicht Joschka, mal ernsthaft. Joschka Fischer in Turnschuhen vereidigt. Da sind Menschen vor dem Fernseher gestorben. Das letzte Mal, wo er Turnschuhe anhatte, danach hat er sie nie wieder angezogen. Ja, aber das ist ausdrücklich Bild. In seiner Autobiografie. Können wir, wir müssen zu Lydia zurück. Ja. Nur ganz kurz, ich habe mich nur gefragt, ob ich dich richtig verstanden habe, Alexander, dass es auch darum ging für dich, dass es ja vielleicht auch auf die Zusammensetzung einer Partei hinweist, wenn von allen möglichen Optionen genau jene Person von der Gruppe der Partei in dieses Amt gehievt wird. So, und damit wären wir dann wieder beim Gesamtproblem, was du jetzt definierst, dass die Frage ist, warum man dann als Gruppe genau diese Person nach welchen Kriterien gewählt hat. Okay. Auch ja, das finde ich, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Herrn Merz jetzt deutlich besser gefunden hätte oder einen Herrn Söder, das will ich jetzt mal nicht sagen, aber ich meine, gerade Dirk hat es mehrfach gesagt, es ist eine Riesenpartei, da gibt es sehr viele kompetente Menschen. Das ist gut nachgemacht gerade übrigens. Ja, und ja, sie haben sich auf den geeinigt, der das größte Potenzial hatte, eine innerparteiliche Mehrheit im Sinne des kleinsten Übels zu finden. Und das ist bei einer großen Partei der CDU ganz genauso. Wir können darüber spekulieren, ob es besser gewesen wäre, wenn Herr Röttgen angetreten wäre. Ja, den hast du vergessen zu erwähnen. Wir wollen es der sicherheitshalber auch nochmal tun. Ja, den hätte ich zum Beispiel für deutlich kompetenter, auch wegen seinen transatlantischen Erfahrungen. Ja, weil hat denn jetzt das kleinste Übel ausgerechnet das größte Übel sein müssen? Ja, wenn Herr Söder Bundeskanzlerkandidat gewesen wäre, würden wir hier jetzt genauso sitzen und es würden die gleichen Gestalten hier genauso über ihn herziehen wie über Herrn Laschet. Jetzt bin ich eine Gestalt plötzlich hier. Du
Weil man muss natürlich auch immer selber sagen, also da sind unterschiedliche Mechanismen am Werk, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass auf einem Bundesparteitag, oder in der Regel ist es ja sogar der Bundesvorstand, der da die Entscheidung trifft, dass da einfach nach der Sympathie der Mitglieder oder sowas gewählt wird, sondern da sind natürlich schon ganz viele Gespräche im Vorfeld geführt worden. Also und in aller Regel weiß man vor der entscheidenden Veranstaltung, wer da die Wahl gewinnt, oder zumindest die Unterstützer des Einzelnen meinen das jeweils zu wissen. Und da sind die Seilschaften und die Strukturen, und es ist extrem schwierig, innerhalb der CDU einen Kandidaten durchzusetzen, vor allen Dingen in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, der nicht aus Nordrhein-Westfalen kommt, weil es einfach der mitgliederstärkste Verband ist. Und die anderen sich da erstmal dran ausrichten müssen. Und das war letztlich auch immer innerparteilich eine der Schwächen von Angela Merkel, dass sie nicht einen großen, mächtigen Landesverband hinter sich hatte, sondern sich ihre Mehrheiten immer suchen musste. Das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass sie eben auch viele Dinge so ein bisschen mit ausgesessen hat. Also das sind diese ganzen Dynamiken, die man in großen Parteien halt hat und die man halt mitkriegt, wenn man da so drin ist, die aber von außen auch in der Presse nicht immer so transportiert werden. Es ist ganz wichtig festzuhalten, in allen großen Parteien gibt es nicht eine Partei, sondern 16. Ja? Denn die Landesverbände haben eine extrem hohe Autonomie, und es ist nicht so, das Bild gibt es so. Ja, außer bei der CSU, da gibt es nur einen. Aber das, ja, okay, ach Gott, das ist ja... Okay. Danke. Und es ist nicht so, dass da ein Bundesvorstand in diese Landesverbände hineinregieren würde. Die haben tatsächlich in vieler Hinsicht, wir können uns gerne darüber aufregen, dass der Herr Lindner den Herrn Kemmerich in Thüringen nicht abgesetzt hat. Das kann der gar nicht. Ja? Mhm. Was mit Herrn Kemmerich passiert, entscheidet eine einzige Institution, das ist der thüringische Landesverband der FDP. Ja, und sonst niemand. Das heißt also, und das gilt für andere ja genauso, was im Saarland jetzt passiert ist mit den Grünen, ja, das funktioniert nicht. Das heißt, wir haben 16 Parteien. Wir haben 16 Parteien mit 16 Königinnen und Königen, und die müssen sich zusammenraufen. Und das ist die Kunst bei großen Parteien. Da fängt der politische Kompromiss nämlich an. Und da passieren ja auch solche Dinge wie Maaßen zum Beispiel, wo man sich dann fragt, ja, warum halt sagt der Laschet da nichts dagegen? Ja, naja, der kann, weil der, er sich damit eine blutige Nase holen würde. Ja, aber sagen kann er doch was. Das entscheidet der Kreisverband, der in Maaßen aufgestellt hat, und sonst niemand. Aber nein, es geht das doch gar nicht darum. Der Kreisverband, sondern es entscheidet die Wahlkreisversammlung. Entschuldigung, das aber ist vielleicht nicht identisch mit einem Kreisverband normalerweise. Es geht doch manchmal gar nicht kompliziert. Ist das denn zu fassen? Es geht doch manchmal gar nicht darum, dass man jetzt wirklich etwas ausrichten kann, sondern dass man vielleicht auch einfach mal eine klare Kante, da habe ich es jetzt gesagt, wenigstens gegen rechts institutionalisiert. Das hätte mir persönlich schon gereicht. Er muss jetzt nicht demmaßen absetzen, weil das kann er ja auch gar nicht, aber er hätte sagen können, ich finde das kacke. Ja, aber dann würde er sich selber schwächen damit. Und zwar ganz massiv. Er würde wahrscheinlich den gesamten rechtskonservativen Flügel, in deiner Volkspartei musst du gucken, dass du genau in der Mitte aller Flügel sitzt und jeden bedienst. Und wenn du einen weglässt, bist du nicht mehr der Spitzenkandidat, und dann machen die keinen Wahlkampf mehr für dich, dann haben die auch keine Lust mehr. Hinter deinem Rücken sagen sie, ach, den will ich jetzt sowieso nicht. Das machst du nicht. Das machst du nicht. Und das machen auch andere in anderen Parteien nicht. Ja, also das läuft überall. Ich muss da nachfragen. Das heißt, im Endeffekt habe ich als Kandidat oder Kandidatin jetzt in Laschets Situation zwei Gruppen, denen ich irgendwie gefallen muss. Und zwei? Das sind ganz viele. Nein, ich meine jetzt mal, ich habe das innerparteiliche, ach so, den innerparteilichen Haufen, dem ich irgendwie gefallen muss, und den Menschen draußen. Richtig. Und ich muss das die ganze Zeit irgendwie immer in eine Balance bringen. Und das die ganze Zeit übrigens, 4 Jahre lang, wenn ich gewählt werde. Und der innerparteiliche Haufen ist nicht eine Gruppe. Der innerparteiliche Haufen ist sozusagen in ganz unterschiedliche Ebenen gegliedert. Genau. Und die unterschiedliche Entscheidungen fällen. Und da ist es ja nun, also die SPD hat es ja diverse Male praktiziert, dass sie ihren Spitzenkandidaten, oder nicht diverse Male, aber die SPD hat es praktiziert, dass sie ihren Spitzenkandidaten von den Mitgliedern in Urwahl hat bestimmen lassen. Ich weiß immer noch, dass wir damals in der Jungen Union einen Riesenspaß damit hatten, uns über Rudolf Scharping lustig zu machen im Wahlkampf. Das hat Riesenspaß gemacht, der Wahlkampf. Also reisen Sie sich zusammen. Genau. Nicht so schnell, bitte. Ja, das war sehr lustig, ja, ja.
Das war großartig. Das war, es war überhaupt großartig, als man Politiker noch besser parodieren konnte. Früher, als wir die Kassetten noch mit Stift aufgewickelt haben, da war das noch lustig. Also, früher war alles Entschuldigung, besser. Aber Laschet kann man wunderbar doch parodieren. Ja, das stimmt. Ja. Aber gegen Helmut Kohl verblassen sie alle. Das ist der einzige Politiker, bei dem du nur Itzen, Atzen, Utzen sagen musst und sofort weiß jeder, wie er gemeint ist. Ich finde das beeindruckend. Wobei, du musst da, glaube ich, noch lange genug im Amt sein, wenn ich daran denke, dass es hervorragende britische Comedy mit Frau Merkel gibt, also in einer unfassbaren Art und Weise darstellt. Also, das stimmt. Ja, wenn du lange genug dabei bist, dann nehmen sie dich auch ernst. Ich finde das schon irgendwie so ein bisschen, also hier im Chat fühlt man das auch so von wegen, ja, aber dann ist doch das mit der Demokratie hier gar nicht so toll und... Na, ich finde, Dirk hat nochmal einen Gedanken mir auch gegeben, den ich ganz spannend fand, wenn ich mich erinnere an die Abstimmung über die gleichgeschlechtliche Ehe. Mhm. Da gab es ja eine Bundeskanzlerin, die ja dann auch hinterher öffentlich, also schon im Vorfeld gesagt hat, sie dafür stimmen, ist aber dann mit der Aussage zitiert worden, das hat sie auch gesagt, dass sie den Fraktionszwang aufhebt. Dass also in dem Fall jeder tatsächlich, so wie es ja eigentlich sein soll, den Fraktionszwang gibt es ja gar nicht, wir sind ja nur unserem Gewissen verpflichtet eigentlich. Aber da war ja die Ansage, hier jetzt bitte den Fraktionszwang aufgehoben, jeder nach seinem Gewissen. Und da hat sie ja zumindest in dem Amt einer Abstimmung den Raum gegeben und hat die sozusagen verloren als amtierende Bundeskanzlerin. Also insofern, Dirk, ich habe mich dazu das gerade gesagt, so ein bisschen daran erinnert. Da hat es ja nichts genützt, dass sie das nicht gut fand, aber das ist ja auch wieder eine persönliche Meinung. Aber sie konnte diesen politischen Kurs ja nicht mehr aufhalten, im Grunde genommen. So, und das, gut. Also ich denke, wenn wir bewerten, was wir haben als Demokratie, dann müssen wir uns, das ist das Schmerzhafte daran, das ist keine Heldengeschichte, parlamentarische Demokratie. Das ist keine Heldengeschichte, wo Heldinnen und Helden vorne stehen mit wehender Flagge und Dinge lösen und Probleme mit einem Schlag des mächtigen Schwertes beiseite fegen. Ja? Es ist immer ein mühsamer, langwieriger, vielschichtiger Aushandlungsprozess, der manchmal furchtbar auf die Eier geht und nervig ist. Ja? Und dann, wo die wenigen Haare, das wird immer weniger mit jedem neuen Wahlakt, ja, und dem, was danach kommt. Aber es ist von allen Systemen, es ist ein furchtbares System, aber von allen schlechten Systemen immer noch das Beste. Und der Punkt ist wirklich, dass wir hier uns einfach mal, wenn wir einen realistischen Blick auf politische Prozesse haben, das Erwartbare mit dem Machbaren in eine Verbindung setzen müssen. Und da müssen wir eben auch mit Enttäuschung arbeiten und leben, weil wir immer nur kleine Brötchen backen. Das ist leider so. Und wenn die Klimakrise uns auch wahnsinnig auf den Nägeln brennt, ich verstehe das absolut, ja. Aber in einer parlamentarischen Demokratie gibt es keine schnellen, großen Würfe. So funktioniert das System nicht, egal was wir uns aus welchen Gründen auch immer wünschen. Und es ist ganz gut so, weil die schnellen, großen Würfe könnten natürlich auch ganz schnelle, große Würfe für ganz üble Leute sein. Das verhindert beides. Das verhindert sowohl, dass negative Ausschläge brutal massiv werden, es verhindert leider auch, dass positive Ausschläge brutal massiv werden. Ja? Das ist aber nun mal das Inhärente in dem System. Und ich denke, wenn wir uns damit ein wenig versöhnen könnten, dann weiß man auch, wie man in diesem System zu Fortschritten kommt. Aber Dirk, jetzt haben wir eine Situation, wo wir uns im Grunde genommen Zeit nicht mehr leisten können. Also da sehen wir den Wähler Bernd H., ja, der sagt, ich gehe jetzt auch wählen, weil irgendwann ist jetzt mit dem Klima im Busch. Ja. Wie können wir denn jetzt unsere Regierung, das ist tatsächlich auch eine ernsthafte Frage, die ich dir natürlich nicht ernsthaft stelle, aber wir müssen doch jetzt bitte allen politisch handelnden Personen, die dann in der Entscheidungsgewalt sind, und dann lass es von mir aus die Staatssekretäre in den entsprechenden Ministerien sein, weil der Minister ist ja auch so eine Sache, da sitzen ja die Leute dahinter, die Reden schreiben, die Gesetze schreiben und dann dafür sorgen, dass Dinge umgesetzt werden. Wie können wir den denn jetzt ins Gebetbuch reinschreiben? CDU-Gebetbuch, Sie verstehen, was ich gemacht habe, dass wir jetzt einfach keine Zeit haben, noch weiter rumzukompromissen, was das Thema angeht. Das war ja auch der große Vorwurf gestern Abend, als, wie gesagt, was diese beiden alten Herren da der jungen Klimaaktivistin an den Kopf geworfen haben. Das ist ja genau das, Dirk, was du jetzt im Grunde gesagt hast. Ja, ihr wollt alles viel zu schnell, viel zu viel. Das geht halt nicht. Es wird aber da halte ich es natürlich auch mit Alexander. Wir haben keine Zeit. Wie lange wollen die denn noch warten? Völlig richtig. Nur das Problem ist, ungeachtet der Tatsache, dass uns das alles wahnsinnig auf den Nägeln brennt, es wird nicht funktionieren. Es wird keine großen Befreiungsschläge und schnellen Aktionen geben,
nicht in diesem System. Das ist aber nicht nur ein Systemproblem, angelegt. Das ist auch ein Mehrheitenproblem. Es ist alles, aber das System arbeitet ja mit den Mehrheiten, die es hat. So, und wie, aber jetzt, lass uns mal so einen Blick zurück machen. Wie haben wir denn in der Vergangenheit Dinge geändert? Wie ist es dazu gekommen, dass Frauen das Wahlrecht bekommen haben? Wie ist es dazu gekommen, dass wir die gleichgeschlechtliche Ehe mehr oder weniger vollständig eingeführt haben? Wie ist es dazu gekommen, dass Umweltpolitik generell auf die Agenda gekommen ist, dass heute keine Partei mehr keine Umweltpolitik im Programm haben darf, weil es dann nicht mehr ernst genommen wird. Das ist auf der Basis relativ breiter, auch ideologieübergreifender gesellschaftlicher Bewegungen geschehen. Und diese außerparlamentarische Arbeit ist deswegen auch von besonderer Bedeutung. Und dass Fridays for Future jetzt aufgrund der Corona-Krise ein bisschen an Stampf verloren hat, weil die halt nicht mehr jeden Freitag rausgehen können auf die Straße, weil gewisse Dinge nicht mehr funktioniert haben, das hat dieser Bewegung ganz gewiss auch geschadet, weil die Umsetzung dieser Form des Aktivismus in andere Formen des Aktivismus nicht ganz so gut geklappt hat, wie das vielleicht hätte sein müssen. Aber im Grunde genommen ist dieser Weg, dieses politische Klima zu schaffen, das ein Thema von besonderer Bedeutung ist, dass keiner mehr dran vorbei kann. Der Weg, in dem man auch bei anderen Parteien und übrigens am Ende auch in Verwaltungen zu der Erkenntnis kommen kann, okay, wir müssen tatsächlich etwas in diesem Bereich tun, wir können das nicht alles so liegen lassen. Das ist der Weg, wie man politische, veränderte Ideologien, wenn man Probleme und Programme in politisches Handeln umsetzt. Nur noch einmal der Punkt, und da kann ich euch nicht weiterhelfen, das ist wirklich so. Das sind langwierige Prozesse. Wie hat die Umweltbewegung angefangen und wie lange hat es gedauert, bis die Grünen in den Parlamenten saßen? Das funktioniert nicht. Es wird nicht funktionieren. Punkt. Den laden wir nicht mehr ein, den Pfann im Boden. Das ist ja letzte Sendung mit dir. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Alexander, ich weiß gar nicht, ob das hilft, wenn wir ihn nicht mehr einladen. Ich glaube, das ändert gar nichts. Es muss doch irgendwas passieren. Muss doch passieren. Stopp. Entschuldige, Holm, ganz kurz nur. Der Dirk hat ja in seiner, jetzt nicht vielleicht liebenswürdigen, aber sehr eindringlichen Art, schon gesagt, wir können schon was tun. So ist es ja nicht. Nur vielleicht nicht. Dieses, bis 2030. Ich meine jetzt nicht innerhalb der Partei, so wie wir uns das denken, dass da irgendwie, oder wie ich mir das denke. Es ist ein Wechselspiel. Wenn du in der Partei bist, mach es in der Partei. Wenn du außerhalb der Partei bist, mach es außerhalb der Partei. Aber tu es nicht, und das ist jetzt der Punkt, und das ist, glaube ich, das Schwierige daran. Auch eine Aktivistin von Neubauer ist ja in einer Partei. Wahrscheinlich, weil sie sich gedacht hat, das nur außerhalb der Partei zu machen, ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Ich muss auch Teil des politischen Prozesses in seinem formalen Wege sein. Ja, ich kann mich nicht außerhalb nur aufhalten. Das endet dann irgendwann, diese Effektivität. Und ich denke, das ist der Punkt. Und da kommen wir natürlich wieder zu der Sache, alle Leute, die sich einig sind, die Klimakrise muss bewältigt werden, aber sonst vielleicht sich nicht in Dingen einig sind. Die einen sind für den Kapitalismus, die anderen für den Sozialismus, die einen sind für die Enteignung der bösen Konzerne, die anderen nicht so sehr, was auch immer. Aber darin sind sie sich vielleicht einig und sagen, okay, das ist jetzt wirklich existenziell. Ja? Die müssen sowohl außerparlamentarisch als auch in den Parteien und Organisationen, in denen sie dann aktiv sind, arbeiten und dann schauen, dass hier tatsächlich dann auch mal möglicherweise Parteigrenzen nicht mehr so eine Rolle spielen und man gemeinsam an einem Strang zieht. Das ist dann die Aufgabe aller, unabhängig der politischen Couleur. Man muss doch eben beide Ebenen bedienen und zwar gleichzeitig, sonst wird es nicht funktionieren. Jetzt fand ich es gar nicht mehr so furchtbar. Dirk, du hast auch so ein bisschen den Eindruck erweckt, als sei es das System, was so wahnsinnig träge ist und die Bürger wollen alle den großen Wandel in der Klimapolitik und die Politik hinkt da jetzt irgendwie hinterher. So ist es ja nun auch nicht. Also wir haben eine gewisse Gruppe in der Bevölkerung, die das sehr stark nach vorne treibt. Aber wir haben auch eine große Gruppe in der Bevölkerung, bei denen vielleicht die Sorge größer ist, dass ihnen das Autofahren zu teuer wird oder dass irgendwas anderes ihren persönlichen Alltag zu stark beeinträchtigt. Natürlich. Und die stimmen auch ab. Und letztlich, was Politiker machen und was sie auch zwischen den Wahlen machen, ist, dass sie sehr genau versuchen hinzuhören, welche Stimmungen und welche Trends denn so da sind. Und die sind zum Teil, kommen die sozusagen entstehen wirklich so spontan vom Grassroots raus, wie man so gerne sagt. Teilweise werden sie auch über Medien gehypt oder sowas. Aber solche Stimmungen sind halt immer da und natürlich reagiert die Politik darauf. Ich erinnere daran,
dass die CDU sich sehr, sehr lange dagegen gesträubt hat, die Kernkraftwerke abzuschalten. Und als irgendwann mal die Stimmung relativ deutlich kurzzeitig gekippt ist, ist auf einmal auch die CDU gekippt. Natürlich. Und wir müssen tatsächlich, der Punkt ist, es nützt nichts, Klimakrise ist ein schönes Beispiel, Dinge einfach nur zu fordern, sondern man muss auch immer die Alternativen auch zeigen, die dann auch handhabbar und pragmatisch sein müssen. Natürlich, und alles, was man da tut, hat natürlich Konsequenzen. Also, das passiert oft nicht, ja, weil ich kann mich nicht hinstellen, ja, also sympathisch das auch finde und sagen, wir müssen alle Kurzstreckenflüge in Deutschland abschaffen, wenn ich als jemand, der in Saarbrücken wohnt, nach Berlin muss. Und da gibt es einmal am Tag einen Zug, der durchfährt, der dauert 8 Stunden und wer gestreikt wird, fährt er gar nicht. So, das heißt also, wenn von mir erwartet wird, ich steige aus, muss man die Frage beantworten, wo steige ich denn ein? Und wenn die Antwort, die ich darauf bekomme, nicht sehr überzeugend ist, ja, irgendwann bauen wir mal so eine Trasse und mal schauen wir mal, ja, dann werde ich erstmal sagen, weißt du was, das nützt mir nichts, ich muss nämlich morgen wieder nach Berlin. Und das heißt, das Problem ist, dass das Runterbrechen dann von dieser Metaebene auf das, was ist denn jetzt handhabbar, was heißt denn das jetzt? Ja, wie funktioniert denn ein ÖPNV, der mich tatsächlich von A nach B bringt, und zwar auch Samstagnacht? Ja, und nicht nur zu den Stoßzeiten, wenn die Leute zur Arbeit gehen. Wie soll denn das gehen? Und vor allem, wie lange dauert es denn, bis der da ist? Diese Fragen, das bleibt dann oft im Blumigen und allgemein. Und diejenigen, die Veränderung dann sowieso nicht haben wollen, sagen, ja gut, also du hast ja eh keine Alternative. Du willst mir das da wegnehmen? Bietest mir aber nichts Neues? Nö, mach ich nicht. Bist du wieder dabei, aus der Opposition Herausforderungen stellen, ist immer einigermaßen billig. So, ich erinnere an den berühmten Antrag der Grünen, die Ortskräfte der Bundeswehr aus Afghanistan aufzunehmen. Der Antrag war formuliert, aber wie das jetzt auf der einen Seite rechtlich und auf der anderen Seite auch rein praktisch umgesetzt werden soll, stand in dem Antrag halt nicht drin. Das hätten die Ministerien machen müssen und die Ministerien und dafür sind sie ja da. Dafür sind sie ja da. Das ja, ist ja, okay. Natürlich. Aber das Parlament muss den Ministerien nicht im Detail sagen, was sie alles im Einzelnen machen sollen, wenn man einen Auftrag vergeht. Also ich glaube mal, das ist tatsächlich bei so einem eng begrenzten Thema, kann man sowas ganz leicht machen. Und ich denke mal, das war dann ja auch, wie wir sehen, ein berechtigtes Zeigefinger heben, wenn wir uns sehen, was jetzt passiert ist. Nur bei den großen Menschheitsfragen ist das natürlich ein bisschen komplexer. Ja, nur die Intention davon war ja eigentlich vollkommen unstrittig. Also, naja, sicher. Naja, sicher. Eine Frage aus dem Chat, die ich spannend finde. Welche Politikform würdet ihr denn präferieren? Wäre hier jemand für eine Autokratie, für eine Technokratie? Wäre hier irgendjemand für einen Despoten, einen Diktator? Ja, solange ich der Despot bin. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Also wenn ich jetzt der Diktator wäre, wäre ich dafür, aber ansonsten nicht. Ich könnte mir Bernd auch vorstellen, ganz hätte ehrlich, aber auch Angst. Ja. Ja. Und zu Recht. Also ich persönlich wäre, wenn ich es entscheiden könnte, für eine parlamentarische Demokratie, wie wir sie haben, mit einer Veränderung. Ich hätte gerne weniger Personenwahlen und weniger direkte Demokratie. Das bedeutet, kannst du das etwas? Die Erststimmen abschaffen, die Wahlkreise abschaffen, wirklich nur noch über Landeslisten wählen. Also nur noch eine Partei wählen. Dann weiß ich, was ich wähle, ja. Und dann wähle ich ein Programm und nicht irgendeinen Hansel, den ich dann sowieso nicht wähle, weil das irgendwie wieder ausgeglichen wird oder sowas. Aber das ist meine persönliche Leidenschaft und mein persönliches Fazit aus meiner Erfahrung in der Politik auch. Ich bin auch kein Freund von direkt gewählten Bürgermeistern und ähnlichem Krempel. Dann frage ich anders, was würde diese Gruppe hier, basierend auf dem, was ihr so wisst, verändern? Die sind doch sehr unterschiedlich. Was heißt hier, welche Gruppe? Ja, diese Gruppe. Ich glaube, alle anderen sehen das anders. Ja, klar. Was würdet ihr verändern? Also, weil ich meine, dass wir keine Diktatur wollen, außer Bernd, das ist uns klar. Aber was gibt es irgendwas, was ihr verändern würdet? Also, die meisten Veränderungen, die ich im Kopf hätte, wären, ich sag mal, im weitesten Sinne kosmetisch. Auch das, was der Holm vorgeschlagen hat, ist ja im Endeffekt eher kosmetisch, weil im Grunde genommen entscheidet ja die Zweitstimme bereits über die Zusammensetzung des Parlaments. Es ist nur im Bewusstsein der Leute nicht immer vollkommen klar, dass das so ist. Das ist mehr eine Klarstellung sozusagen, eine das Wahlprozedur. Man kann auch darüber fordern, ich finde die Forderung einer anderen Partei nicht dumm, dass man sagt, es wurde ja auch schon gesagt, 16 Jahre Kanzler ist genug, dass man die Amtszeit eines Individuums als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler begrenzt. Finde ich auch gut. Ja? Dass man sagt, okay, einmal oder sagen wir mal in einer parlamentarischen Demokratie vielleicht noch ein zweites Mal wieder wählen, ist gut, aber dann ist einfach noch Sense, dann gibt es nichts mehr. Ne? Über diese Dinge, aber das ist alles. Ja, über all diese Dinge kann man sinnvoll reden und das gibt auch gute Gründe und dagegen wiederum etwas. Aber das ist im Großen und Ganzen kosmetisch. Solange in einem Verhältniswahlrecht der politische Wille einigermaßen gut abgebildet wird, ist das
wahlrechtstechnisch alles soweit völlig in Ordnung. Ich denke mal, dass das die Probleme unseres politischen Systems eher in diesem weichen Bereich liegen. Also der gesamte Bereich der politischen Bildung, die Frage der Informiertheit der Bevölkerung, die Art und Weise, wie politisches Bewusstsein sich entwickelt, die Rolle von unterschiedlichen Medien, wie und in welchem Ausmaße wir politische Diskussionen führen, wie die Leute auch miteinander umgehen, also die persönlichen Attacken jetzt auch in diesem Bundestagswahlkampf von einigen Parteien zumindest gegen die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten anderer, das ist zum Teil schon sehr unangenehm gewesen. Das ist auch eigentlich normalerweise in dem Ausmaße in Deutschland eher unüblich, auch in der Vergangenheit. Da müssen wir mal drüber reden. Und das sind so Themen, die aber sich nicht über Gesetze und Prozesse regeln lassen, ja, sondern das ist dann wirklich wieder eine Frage dessen, wie gehen wir miteinander um. Ja? Mhm. Und da muss man vielleicht auch mal zum Beispiel die Lanze brechen. Mache ich auch eher selten, den FDP-Bundesvorsitzenden, der ziemlich früh gesagt hat, ich werde mich nicht in irgendeiner Form persönlich über andere Kandidatinnen und Kandidaten äußern, ja, und die persönlich als ad hominem angreifen, sondern ich würde jetzt gerne über verschiedene Programme reden. Ihr mögt mein Programm nicht, okay, dann reden wir darüber nicht. Aber ich werde jedenfalls nicht jetzt darüber reden, dass Frau Baerbock möglicherweise von ihrem Ghostwriter hat was abschreiben lassen für ihr Buch oder Herr Laschet oder jemand anders. Und das finde ich, wenn wir uns auf solche Dissen so ein Code of Conduct zum Beispiel einigen könnten, parteiübergreifend, dass wir gewisse Dinge einfach mal unterlassen, ja, in der politischen Auseinandersetzung. Das wäre so eine Sache, das hätte ich gesagt. Das wäre aber nichts Kleines. Gibt es in anderen Ländern tatsächlich, wird nur nicht immer eingehalten. Ja, ich und würde die Tendenz sagen, in vielen Ländern geht in die andere Richtung, würde ich sagen. Ja, genau. Also ich würde auch sagen, wenn wir uns die anderen Länder mal anschauen, also als großes Beispiel, was mir so voll auftritt, so die Vereinigten Staaten, also wie schwierig es da für gewisse Bevölkerungsgruppen überhaupt mal wählen zu dürfen. Also bis du überhaupt mal die Berechtigung dann hast, deine Stimme abgeben zu dürfen. Wenn wir uns das bei uns angucken, da regt man sich jetzt auch, weil die Wahlberechtigung nicht schon im Postkasten ist. Also wir kriegen es ja an die Tür geliefert, hier bitte mach deinen politischen Willen kund. Und auch die Zusammensetzung des Bundestages, also die wir wählen, kosmetische Dinge, das klingt interessant, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, die parlamentarische Demokratie, schon gut ist. Und dass wir in kleinen Stellschrauben können, völlig klar, aber grundsätzlich würde ich nichts ändern. Lydia, anders gefragt, was müsste sich denn oder was hätte denn passieren müssen oder was hätte sich ändern müssen oder was könnte man heute ändern, damit Menschen, die in so Umständen aufwachsen, wie das bei dir war damals, da aktiver sind in diesem Bereich. Kannst du dir da irgendwas vorstellen oder ist es auch einfach, dass man so grob jetzt sagt, naja, politische Bildung, Schule und Co. oder denkst du, das sind auch andere Dinge? Ich fand die Schule sehr wichtig, aber das ist jetzt wieder sehr subjektiv, naja, denn in Form einer Gesamtschule, auf der ich ja war, weil meine Mutter arbeiten musste und alleinerziehend war, brauchte sie eine Schulform, wo ich bis zum Nachmittag versorgt wurde, was der Grund war, warum ich auf einer Gesamtschule war. Das war aber für mich sehr interessant, weil ich gesehen habe, dass da schon viel vermittelt werden kann. Zum Beispiel, weil eben auf jener Schule Wert darauf gelegt wurde, den historischen Kontext, wie eben Deutschland an den Punkt kam, an dem wir dann in dieser Schule waren, deutlich zu machen auf persönlicher Ebene, also auch durch persönliche Geschichten. Wir haben uns sehr viel mit dem historischen Kontext auseinandergesetzt und das, glaube ich schon, hat tendenziell motiviert, sich mit der Frage politische Auseinandersetzung wenigstens zu beschäftigen. Und da an der Stelle war natürlich dann aber wichtig, wenn man versteht, warum es wichtig ist, sich mit Politik zu beschäftigen, es dann auch so zu vermitteln, dass es auch jeder wirklich gut nachvollziehen kann mit den jeweiligen Begabungen, die er mitbringt. Und dementsprechend, ganz ehrlich, ich glaube, wenn man in den Schulsystemen diese Dinge vermitteln würde, nämlich leicht verständlich, worauf es ankommt und auch, warum es wichtig ist. Ich glaube, dann hätten wir die Basis, um wirklich mehr Menschen an der politischen Teilhabe auch wirklich dann teilhaben zu lassen, wie es die Idee wäre. Also ich kann aus subjektiver Erfahrung sagen, dass die Schule da recht viel Einfluss hatte. Und die Älteren, also Älteren im Sinne von, also die Eltern jetzt zum Beispiel, also oder die Erwachsenen, da hast du da auch eine Idee dazu? Oder würde man jetzt einfach sagen, lass uns da jetzt bei den Jungen bleiben, so wie Bernd Harder zum Beispiel, und die irgendwie zu motivieren, wählen zu gehen und bei den anderen
Wie willst du? Ich finde ja auch da zum Beispiel gibt es ja gute Möglichkeiten, mit zum Beispiel leicht verständlichen Videos Wissen zu vermitteln. Ich finde, YouTube ist da ein tolles Mittel, wo man auch qualitativ hochwertig hergestellte Videos zur Vermittlung von Wissen in vielen Bereichen, aber dann auch durchaus im Bereich von Geschichte und Politik vermitteln kann. Wenn Sie denn draufklicken. Ja, und da wäre halt der Punkt, dass man die so gestalten muss, dass die Verbreitung gefördert wird, dann eben auch von einer Person zur nächsten. Du meinst wie der aktuelle Werbespot der Grünen mit den singenden Senioren? Den kenne ich noch nicht. Ja, ein Glück. Ich habe sofort Angst. Also dazu, eine Kleinigkeit. Es gibt ja diese Forderung von Aktivisten, die sagen, wir brauchen Klima vor 8. Ihr habt das wahrscheinlich alle oder schon mal in irgendeiner Form mitbekommen. Ja. Wir brauchen die Klimaproblematik in der Primetime. Und grundsätzlich habe ich erst gedacht, ja, stimmt, brauchen wir. Dann habe ich aber mit einem guten Bekannten aus einem Fernsehsender, also einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender gesprochen, der mir dann erklärt hat, weißt du, wir sehen das so, in diesem Gremium, was natürlich auch gebildet wurde zum Thema, wenn wir eine Sendung machen, die heißt Klima vor 8, schalten ausschließlich die Leute ein, die sowieso der Meinung sind, alle anderen schalten sofort ab. Und wenn sie nicht aktiv abschalten oder umschalten, schalten sie im Hirn ab. Was wir aber machen müssen, sagt er, wenn wir dieses Thema wirklich vorwärts bringen müssen, ist, dass wir in anderen Sendungen, die von der Klientel idealerweise geguckt wird, die da noch resistent sind, diese Inhalte einbringen in irgendeiner Form. Zum Beispiel in einer, es gibt zum Beispiel jetzt in Börse vor 8 immer auch einen Klimabericht, der sich aus dieser Perspektive damit beschäftigt. Ja? Oder auch in den Wetterbericht einfach gnadenlos das Klima immer auch wieder thematisieren. Ja? Und das fand ich wirklich eigentlich ist es total banal. Natürlich. Helene Fischer müsste über Klima reden. Ja, ich muss singen. Ja, singen. Ich sage jetzt mal ganz banal, wenn du eine Traumschiff-Folge machst, in der Klimawandel emotional aufbereitet würde. Ja, das ist jetzt so dem Ruß, der da aus dem Schornstein kommt. Und, Nein, nicht nur das, sondern wirklich, dass du wirklich, keine Ahnung, was weiß ich. Ertrinkende Eisbären. Dass die an einem ertrinkenden Eisbären vorbeifahren und sagen, was mal. Ist doch egal. Ich meine ja nur, dass das ist eine Sendung, die wird von Menschen geguckt, egal erstmal, ob sie für oder gegen die Theorie des menschengemachten Klimawandels sind. Und das kannst du auch in vielen, vielen anderen Formaten machen. Aber was nicht zwangsläufig funktioniert, zumindest war das die Meinung dieser Person, und das kann ich nachvollziehen, ist, den Leuten zu sagen, jetzt guckst du mal was gegen menschengemachten Klimawandel und das schaust du dir jetzt an, weil das machen die halt einfach nicht. Das schaut genau. Einfach um. Genau, es muss als Querschnittsthema, Sachen, genau, die man durchsetzen will, muss man als Querschnittsthema ansetzen. Es gibt auch immer, ist bei anderen Sachen genauso, es gibt dann die Forderung jetzt nach dem Digitalministerium, dass man jetzt einsetzen müsste, weil wir ja zu Recht mit der Digitalisierung in Deutschland, das hilft überhaupt nichts, ja, denn das hat überhaupt keine Macht, da sitzt einer, der nervt immer, dem hören wir nicht weiter zu, sondern man braucht tatsächlich in allen Bereichen Leute, die sich mit diesem Thema befassen und das dann entsprechend in diesen Bereichen mit umsetzen. Ja. Das funktioniert mit Zentralisierung, nicht. Thematischer Zentralisierung meistens, genau, nicht. Aber manchmal braucht man auch einen, der nervt. Also, aber in jedem Ministerium, ja, wenn du Digitalisierung in jedem Ministerium einen Staatssekretär für Digitalisierung. Da hättest du wahrscheinlich wesentlich mehr erreicht als mit einem Digitalisierungsministerium. Das ist auch super dotiert, da kann man noch einen Posten schaffen. Das sind alle dafür. Bernd, jetzt du warst jetzt relativ, in der Mitte hattest du so einen Lauf, da hast du gut reingehauen. Das hatte fast schon Kühlschrankqualitäten, aber jetzt warst du sehr still. Denkst du wieder oder ignorierst du einfach, was hier passiert? Nein, doch auch. Ach, mir gehen tausend Sachen durch den Kopf. Ich wusste gar nicht. Was wäre das Lauteste? Querschnittssendungen, ja. Also wir haben es ja mittlerweile geschafft, dass so Themen wie Homöopathie plötzlich in allen möglichen Anwaltsserien, Krimiserien vorkommen. Ja, aber ihr wisst alle, wie lange das gedauert hat. Ja genau. Ja. Und das ist wirklich der Punkt. Auch das wird lange dauern. Aber es stimmt, du hast absolut recht, Bernd. Das wäre vor 10 Jahren nicht passiert. Das ist richtig, ja. Gut, und auch hier, genau, und es wäre auch dann nicht passiert, muss ich wohl sagen, wenn nicht ein paar Leute sich irgendwann in Freiburg zusammengesetzt hätten und gesagt hätten, wir machen das einfach.
Super. Man muss bei solchen Sachen die Multiplikatoren und Multiplikatorinnen definieren und diese müssen dann auch eine ganze Weile am Ball bleiben und vor allem sie müssen den Kopf hinhalten. Also wie die Kollegin, die bei dem Talk gestern gesessen hat, ja, es ist auch nicht einfach. Man muss auch für Sachen, auch die Freunde der Homöopathie schießen sich natürlich auf die Strategen ein, die sich besonders lautstark dagegen äußern und die müssen dann das dann aushalten können. Und da haben wir oft Verschleiß. Also vielleicht nochmal ganz zum Schluss der Hinweis, ja, wir erwarten von Leuten, dass sie sich engagieren, auch für bestimmte Themen. Wir identifizieren sie mit diesen Themen, lassen sie aber oft alleine. Wenn sie dann Kontra bekommen und zum Teil auch organisiert Kontra, zum Teil mit viel Geld Kontra dahinter, bis auf eine persönliche Ebene, erwarten wir von denen aber eine Resilienz, die meiner Ansicht nach ein normal konfigurierter Mensch überhaupt nicht aufbringen kann. Ja, das stimmt. Und das passiert überall so, das passiert auch bei vielen normalen Politikerinnen und Politikern. Und wir sind immer sehr schnell dabei, dieses und jenes diesen vorzuwerfen und zu kritisieren, aber wir übersehen dann meistens, dass nicht viele daran das auch nicht besonders oder nicht besonders effektiv und gut verarbeiten und dann auch manchmal so werden, wie wir sie kritisieren, weil wir sie uns immer wieder auf den Kieker genommen haben. Also ich denke mal, wir haben sehr hohe Erwartungshaltungen an diejenigen, die wir als unser politisches Führungspersonal sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Parlamente bezeichnen. Wir sind aber auch sehr schnell dabei, sie fallen zu lassen und von ihnen wegzurennen in dem Moment, wo sie unsere Erwartungen nicht mehr erfüllen, und zwar parteiübergreifend. Und man darf auch nicht vergessen, dass gerade außerhalb der Parlamente auch relativ viele dabei sind, die das schlichtweg ehrenamtlich machen. Und die letztlich alle die Option haben zu sagen, ich breche mir keinen ab, wenn ich das alles hinschmeiße jetzt. Und wir haben in vielen, gerade in den neuen Bundesländern teilweise Leute, die auch von Nazis so drangsaliert worden sind, dass sie irgendwann gesagt haben, ich will das meiner Familie nicht mehr zumuten oder ich habe schlichtweg Angst um mein Leben. Und wir haben in Hessen einen Bürgermeister, der erschossen worden ist, und also alles dabei. Ja, es ist jetzt nicht so gut. Der war jetzt kein Ehrenamtlicher, aber das ist ja jetzt auch, also ein Bürgermeister von der Kleinstadt ist ja jetzt auch nicht unbedingt jemand, wo man sagen würde, der ist jetzt wahnsinnig exponiert und von dem erwartet man, dass der irgendwie mit Polizeischutz rumläuft. Den er nicht hatte. Natürlich nicht hatte, aber ganz ehrlich, wie gesagt, es gibt relativ viele, wenn du den da jedem Bürgermeister, der irgendwie sich deutlich geäußert hat zu irgendwas, einen Polizeibeamten hinterher schicken will. Das nicht, aber Rückhalt. Ich habe schon den Eindruck, es würde helfen. Aber das ist ein anderes Thema. Rückhalt würde definitiv helfen. Übrigens, ja, gerne. Ich wollte noch sagen, wir hatten noch gar nicht erwähnt, dass natürlich ein recht einfaches Mittel für Menschen, die sich unsicher sind, der klassische Wahl-O-Mat wäre oder ähnliche. Ja. Möglichkeiten, die es gibt. Ja, macht das, wählt, also gebt bei Google Wahl-O-Mat ein. Da gibt es jetzt mittlerweile auch viele Alternativen. Ich habe schon zwei davon ausprobiert. Wahl-Swiper habe ich jetzt gesehen. Wahl-Swiper, ja genau, das war das. Finde ich sehr spannend. Und vielleicht an der Stelle noch der Hinweis, weil alle das immer sagen, das, was in den Programmen steht, ist uninteressant, das wird eh nicht umgesetzt. Die Empirie sagt etwas anderes. Tatsächlich ist es so, dass von Parteien, die an der Regierung beteiligt sind, je nachdem, wie die Konstellation auch in Koalitionen ist, im Regelfalle grosso modo mehr als die Hälfte der Punkte, die in einem Wahlprogramm auch gefordert wurden, tatsächlich Einfluss in die reale Politik erhalten. Das heißt, Wahlprogramme sind keinesfalls irrelevant. Das heißt, sich mit einem Wahlprogramm zu befassen und sich auch vielleicht dann teilweise über so einen Wahl-O-Maten oder sowas damit zu identifizieren, ist kein sinnloser Akt der Selbstbeweihräucherung und Selbstreflexion, sondern kann tatsächlich zu einer informierten Wahlentscheidung führen. Super. Aber es kann natürlich auch zur Selbstreflexion führen, indem man sich einfach mal damit auseinandersetzt, wofür stehen die eigentlich alle? Ja. Aber es ist nicht sinnlos. Ja nicht die Wahlprogramme sind nicht sinnlos. Das will ich damit nur sagen. Und die Parteien nehmen die selber durchaus ernst. Okay. Und ihr müsst euch das bookmarken, weil der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl erst am 2. September freigeschaltet wird. Das noch als kleiner Hinweis für alle, die jetzt gleich anfangen wollen. Noch ein bisschen Geduld. Und ich will noch einen Punkt zum Abschluss machen. Jetzt könnte man ja sehr, sehr frustriert sein, aber genau das wollen wir ja eigentlich nicht, sondern wir haben einfach nur gesagt, also keine falschen Erwartungen wecken. Und wir haben uns darüber aufgeregt, dass so wenig für die politische Bildung getan wird. Wir tun das ja gerade und es gibt ja durchaus Menschen in Deutschland und auch in Europa, um das jetzt mal nochmal, Tommy, du merkst, worauf ich hinaus will. Hier sind schon wieder 23.000 Logos wieder vermerkt. Es gibt ja Menschen, denen das wichtig ist. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, wir müssen was tun, die aufwachen und sagen, wir müssen wieder Menschen erreichen,
Ihnen erklären, warum Demokratie wichtig ist, warum auch sowas wie die EU wichtig ist. Und auch da war es so ein bisschen, als wir so eine EU-Sendung mal gemacht haben, dass wir so ein bisschen semi-begeistert, aber dann am Ende konsensmäßig doch zu der Ansicht waren, eigentlich ist es nicht so schlecht, könnte alles viel schöner sein. Und genau das ist ja auch wiederum die Demokratie. Das sind diese Kompromisse, die wir eingehen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir inzwischen mit Daniel Gera und Europe Direct und Tommy, wer ich ein Schwick, der kann das gleich erst vorlesen, Menschen haben, die im Grunde genommen sagen, ja, wir müssen was tun. Und deswegen mache ich da auch gerne mit bei solchen Aktivitäten, weil ich das einfach wichtig finde. Und das Reflektieren nimmt euch keiner ab. Aber ich glaube, was wir sagen konnten, war, warum es nicht ganz so schlecht ist zu wählen. Und selbst wenn es eine Kleinpartei ist, solange wie sie demokratisch ist, könnt ihr dafür sorgen, dass sie ein bisschen mehr Kohle kriegt und vielleicht wachsen kann. Oder bei den Piraten, ich habe da vorhin wenig zu gesagt, habe ich immer gesagt, lass mal gucken, wie die sich entwickeln. Mhm. Schauen wir mal. Haben wir dann gesehen. Gucken wir mal, noch, bewollt, wie sie sich entwickeln. Risiko ist immer. Noch eine Anmerkung, sehr passend vielleicht zum Thema, was sich alles verändern kann. Es gibt genau in 2 Tagen den Filmstart des Films Die Unbeugsamen. Habt ihr davon gehört? Mhm, ja, klar. Es war dieses... Premiere, wo Frau Merkel dann kurz nach Afghanistan so kritisiert worden ist. Oh, ich habe nur mitbekommen, dass das scheinbar ein Film ist, den ich mir gerne angucken möchte, über die Frauen der Bonner Republik und zum Thema, dass nun gesellschaftliche und politische Veränderungen durchaus auch voranschreiten. Ist ja vielleicht gerade für die Generation, auch für mich war es recht interessant zu sehen, was sich da so getan hat. Von daher zum historischen Einordnen. Ganz sicher, ich meine, das passt auch gut zu dem, was Dirk eben gesagt hat. Das ist ganz sicher ein sehr wichtiger Film. Wie gesagt, Frau Merkel war bei der Premiere, hat eine Rede gehalten, ist dafür dann kritisiert worden, weil sie da gelacht hat, anstatt sich um Afghanistan zu kümmern. Ja, sorry, das ist so ein bisschen das, was Dirk gesagt hat. Man kann es auch mit der Kritik also auch mal maßlos übertreiben. Erstens, hier steht im Chat von Jessie's Cakes, Tommy Graf weiß, es gab bereits eine Folge Traumschiff über die Folgen des steigenden Meeresspiegels im Zuge bedrohter Inselgruppen. Wow. Erstens mal das. Zweitens, hier ist wieder das, was ich mit meinen eigenen Worten vortragen würde, wenn ich es könnte. Es ist tatsächlich so, dass ihr seht ja, wir haben ja hier immer diesen großen Logotanz bei uns, wenn eine Sendung es entsprechend erfordert, weil wir mit Leuten zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit Europe Direct, R9TV, den jungen europäischen Föderalisten Österreich, kurz Jeff, nicht wie der von Clever und Smart, sondern mit nur einem F, im Rahmen von EU Mythbusters und Europa gegen Covid-19 zusammen, weil Verschwörungstheorien oder Mythen, je nachdem wie man sie nennen will, EU-Mythen und Fake News eine Bedrohung für unsere Demokratie in Europa sind. Jeff führt ein EU-Pilotprojekt mit der Europäischen Kommission durch, um kreative Aktionen gegen Fake News und Verschwörungstheorien zu entwickeln. Das findet ihr unter 4eu.media. Und R9 Regional TV strahlt diese Ferngesprächfolge auch im Fernsehen aus und ist über Satellit verfügbar. Das heißt tatsächlich, es ist unfassbar und doch ist es wahr, wir senden auf Twitch und kommen dann dadurch im Fernsehen. Mit anderen Worten, Dirk, du bist jetzt berühmt. Das bin ich tatsächlich. Ja. Also, ich danke euch wirklich herzlich. Danke, Dirk, dass du so talentiert den Kopf wäschst und dabei so wenig Haare hast. Das ist wirklich großartig und du bist immer ein ganz wunderbarer Gewinn für diese Runde. Gerne. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Und danke, Bernd, dass du dich geoutet hast. Das fand ich sehr spannend. Und ich würde auch sagen, du bist maximal Gehirn 16. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Da habe ich dummerweise das Ferngespräch-T-Shirt an und nicht das Black Widow-Shirt, mit dem ich immer rumlaufe. Ich bin übrigens auf dem Rücken bin ich The Variant. Ja, da. Für die Insider. Ich habe die Jacke. Oh Gott. Alle die gleichen Kindsköpfe hier. Nee, nur nicht der Holm. Der ist erwachsen. Ah, ja. Ich bin 2015 die Einweihung des Freedom Tower. Oh, langweilig. Ich dachte mir, das fand ich jetzt bezüglich. Demokratie und Überstehen von Krisen war mir das auch wichtig. Das ist ein sehr schönes Shirt. Holm. Das stimmt. Ja, es ist ein schönes Shirt. Definitiv. Das muss man da sagen. Vielen, vielen Dank. Danke an alle, die zugeschaut haben. Danke an alle, die sich so rege im Chat beteiligt haben. Und bis nächste Woche, da geht es um? Fantastik haben wir nächste Woche. Fantastik haben wir nächste Woche. Genau, stimmt. Und wenn die Zeichen richtig gelesen werden, dann ist es tatsächlich so, dass der Markus Heitz dabei sein wird, der Bernhard Hennen und die Liza Grimm. Und wer noch, weiß ich jetzt gar nicht. Bist du auch dabei?
Alexa hoffentlich auch wieder gesund. Achso, ja, natürlich, selbstverständlich. Vielen, vielen Dank. Und ich schalte jetzt um in den Abspann. In 5, 4,